Welcome to all of you here at the IBA Zentrale West in the 7th District, which is a former hospital. So this is also the way cities develop and cities change. Welcome also to the people joining us on YouTube in our live stream. Happy to have you also as our guests and our listeners tonight. Wir werden das heutige Symposium Frauen bauen Stadt, the city through a female lens, ganz locker und easy, irgendwie zweisprachig gestalten, je nachdem wie es kommt, je nachdem wer mit wem spricht und je nachdem welche Sprache sich gerade ergibt. Katja hat schon was zur Geschichte, zu unserer Geschichte, zur Entwicklung dieser Arbeit fürs Symposium erzählt. Wie gesagt, es tut sich viel, es gibt viele sehr spannende Impulse. Es gibt kaum eine Reflexion darüber, es gibt kaum ein geballtes Wissen darüber, es gibt keine Dokumentation darüber, was es schon alles an Impulsen gibt, wie the city through a female lens in der Geschichte gebaut und gedacht und entwickelt wurde und wie sie heute gedacht wird. Zusammen mit den Vortragenden, die sich heute uns angeschlossen haben, vielen, vielen Dank dafür, möchten wir genau einen Blick darauf werfen und genau diese Female Lens, diese Stadt unter diese weibliche Lupe nehmen und darüber nachdenken und reflektieren, was diese Qualitäten sind, was diese Stadt ausmacht. Wien ist eine Stadt, die sich für so eine Betrachtung besonders anbietet. Es gibt, seitdem es den Pritzker-Preis gibt, um nur ein Beispiel zu nennen, sehr, sehr viele Pritzker-Preisträger. Es gibt sehr wenige Pritzker-Preisträgerinnen. Auch davon werden wir heute noch hören. Zwei dieser Pritzker-Preisträgerinnen, nämlich Zaha Hadid und Katsuyo Sejima, haben in Wien unterrichtet. Und das ist eine Situation, die eigentlich weltweit einzigartig ist. Vieles andere tut sich in Wien oder hat sich in Wien immer auch schon getan, wenn ich an den geförderten Wohnbau denke, an das rote Wien und wenn ich heute zum Beispiel auch daran denke, und damit werde ich dann gleich die Worte übergeben an Karin Zauner-Lohmeier, die heute für uns die Eröffnung sprechen wird. Vieles tut sich in Wien, wenn ich zum Beispiel in die Seestadt blicken, Seestadt Aspern. Wir haben uns angeschaut, dass in Wien ca. 8% all jener Straßen, die nach Persönlichkeiten benannt sind, also die einen Namen in sich tragen, ca. 8% sind Frauen und 92% sind Männer. Das ist ein ziemliches Unverhältnis, wenn man davon ausgeht, dass es uns eigentlich so 50-50 gibt im Schnitt. In manchen Ländern 0,5% mehr, in manchen weniger. In der Seestadt Aspern soll diese Inbalance, diese Ungleichheit jetzt ein bisschen ausgeglichen werden, indem dort ausschließlich alle Straßen und Plätze nach Frauen benannt sind. Sowas ist in Wien möglich und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir auch dieses Symposium hier in Wien austragen können. War es das mit unserer Rolle hier jetzt vorerst? Vorerst, glaube ich, war es das wohl. That's it. Danke dir. Ich darf Karin Zauner-Lohmeier zu uns auf die Bühne bitten. Und zwar, wo Sie möchten, entweder Sie bekommen ein Mikro oder da, wo Sie sich wohler fühlen. Stadt Wien, Wiener wohnen und Sie sind zuständig für den Fachbereich soziales Engagement. Und was auch immer Sie uns zu erzählen haben über soziales Engagement in Ihrem Bereich und auch über Ihre Perspektive auf die Stadt Wien. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute das Symposium eröffnen. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, also welcome to Vienna, to the city of social housing. It's a pleasure for me to make some introductory remarks at the beginning of this symposium. Due to the fact that a huge majority of participants speaks German, let me switch to German now. Thank you for your comprehension. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auch noch einmal herzlich willkommen in Wien, in der Stadt des sozialen Wohnbaus. Es ist mir eine ganz große Freude, dass ich heute am Beginn dieses Symposiums ein paar Worte an Sie richten darf. Frauenpolitik und Wohnbaupolitik, ja, das sind zwei Themen, die ganz eine immense Bedeutung haben für die Sozialdemokratie
und vor allem hier in Wien eine sehr, sehr lange Tradition. Seit 5 Jahren sind die beiden Themenfelder in einem politischen Ressort vereint und das ist gut so. Intensiver als bisher ergibt sich sozusagen die Chance, dass diese beiden Felder zusammengedacht werden und es ist auch höchst an der Zeit. Wie Sie vielleicht wissen, habe ich gemeinsam mit Gleichgesinnten im Vorjahr die europäische Bürgerinitiative Housing for All ins Leben gerufen. Wir haben uns eingesetzt für bessere Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene für leistbares Wohnen. Und in dieser Rolle hatte ich die Möglichkeit, viel in Europa herumzukommen, sehr viele Gespräche zu führen mit Menschen aus Initiativen, mit Stadtplanerinnen, Stadtplaner, Architektinnen, Architekten, aber auch vielen Politikerinnen, Politiker. Ja, und da muss man eines festhalten, dass einfach dieser gesamte Wohnbereich fest in männlicher Hand ist. Ja, um es ein bisschen überspitzt zu formulieren, die graumelierten Herren sitzen zusammen und entscheiden, während im Vorzimmer sozusagen die Frauen die Reinigungsarbeiten übernehmen und manchmal auch den Kaffee servieren. Hinschauen, Strukturen hinterfragen und reflektieren und sie auch zu verändern. Das ist wichtig und das ist wirklich höchst an der Zeit. Ich frage mich manchmal, was ist denn frauengerechtes Wohnen? Geht es hier um mehr Kinderwagenabstellplätze, um mehr Beleuchtung, um mehr Gemeinschaftsräume? Ist das wirklich alles? Oder geht es nicht um viel, viel mehr, um Wohnqualität für wirklich alle? Frauen bauen Stadt. Das ist auch eine Frage der Demokratie. Das Geschlecht darf niemals ein Ausschließungsgrund sein. Niemals eine Bremse, niemals zu einer Benachteiligung führen. Und das gilt eben ganz speziell auch in der Stadtplanung, Stadtentwicklung, Architektur und im gesamten Wohnsektor. Würden Städte anders aussehen, wenn sie von Frauen geplant wären? Mit Sicherheit. Frauen müssen endlich die Möglichkeit bekommen, Städte zu gestalten, den öffentlichen Raum und die Aufenthaltsqualitäten mitzuplanen. Erst das ermöglicht diesen Rundumblick, der so wichtig ist. Erst das ermöglicht Lösungsansätze und dann auch entsprechend ganzheitliche Lösungen. Wir dürfen da nicht wegschauen. Wir sind alle aufgerufen, hinzuschauen. Sich zurücklehnen ist keine Option. Das war es auch nicht bei der Bürgerinitiative. Deshalb freue ich mich riesig, dass es diese Veranstaltungsreihe Frauen bauen Stadt überhaupt gibt und das im Rahmen der IBA Wien. Die IBA Wien hat das Motto Neues soziales Wohnen. Für mich ist dieses neue soziale Wohnen gendergerecht. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass mehr Gleichstellung einfach zu besseren Ideen führt und auch zu inklusiveren Städten. Und ich bin mir ganz sicher, dass das heutige Symposium ein wertvoller Beitrag ist, um also diese Ziele zu erreichen. Und ja, ich wünsche Ihnen heute ganz intensive, gute Diskussionen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. I wish you a fruitful discussion today. It's really great that you're here. Thank you. Sauna Lohmeier, vielen Dank. Sie haben sich mit der Maske jetzt wunderbar auch auf den Weg vorbereitet, vom Speakerpult weg. Dankeschön. Ich darf als nächstes Kurt Hofstetter zu uns auf die Bühne bitten. Ich glaube, dass die Katja Schächtner und ich mit dir zusammengesessen sind, ist circa ein Jahr her, wo wir uns das erste Mal zusammengesetzt haben. Und wir haben darüber gesprochen, wir haben uns gemeinsam darüber ausgetauscht, wie diese Zwischenpräsentation der IBA Wien 2022, diese Zwischenpräsentation, die heuer, also 2 Jahre vor der eigentlichen IBA stattfindet, wie die aussehen wird, was die alles beinhalten wird, ob es auch einen Beitrag gibt, den wir noch leisten können,
zum Thema neues soziales Wohnen. Und wir beide bedanken uns sehr bei dir und bei der IBA für die Einladung, hier einen Beitrag leisten zu können auf einer diskursiven Ebene, und freuen uns sehr, dass wir da in den letzten Monaten so intensiv daran gearbeitet haben, auch allen Umständen zum Trotz. Dieses Symposium hätte ursprünglich am 29. April stattfinden sollen. Es war schon so gut wie alles geplant, so gut wie alles gebucht, an Flügen, an Hotels, an Speakerinnen und an Speakern. Und danke auch für eure Geduld, dass wir hier das Symposium verschieben konnten, verschieben mussten und verschieben durften. Kurt Hofstetter, bitte um deine kurzen Eröffnungsworte. Ja, vielen Dank, Wojtek und Katja. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir im Rahmen der IBA Wien dieses Symposium auch veranstalten können. Und ich muss gestehen, ich wäre nicht drauf gekommen. Das hat damit zu tun, was Katja am Anfang gesagt hat, Awareness. Als die beiden gekommen sind und gesagt haben, wir würden gerne zum Thema Frauen bauen statt einen Beitrag zur IBA leisten, war sofort klar, ja, klar. Aber wie gesagt, von uns selbst wäre der Impuls nicht gekommen. Daher bin ich sehr froh, dass es diese Interventionen auch gibt und dass sie auch bei uns landen. Ich persönlich brauche das auch, das sage ich auch ganz offen. Ich denke auch oft, die Karin ist für mich so ein Vorbild, wo es mir auch leicht fällt, immer wieder Impulse auch aufzunehmen und wirklich dann umzusetzen und zu versuchen umzusetzen. Ich selbst komme aus der Planung, habe da dieses Thema nie so stark wahrgenommen. Ich muss schon sagen, dass es im Wohnbau stärker diese männliche Dominanz auch spürbar ist. Ich kann mich erinnern, erst letztes Jahr an der Technischen Universität ein Gespräch mit 13 Männern unter Angelika Fitz. Und da habe ich mal gedacht, das gibt es ja nicht. Das habe ich in der Planung wirklich nie erlebt. Und insofern ist es aber wichtig, dass wir uns, auch wenn wir unsere Rollen haben, darauf einlassen, diese Impulse zu bekommen und darauf auch zu reagieren. Es ist die Seestadt Aspern gefallen. Ich war ja auch lange in der Seestadt Aspern beteiligt. Dieser Prozess, der damals dazu geführt hat, alle Straßennamen, Platznamen, Gassen nach Frauen zu benennen, war im Grunde eine Reaktion auf eine spontane Kundgebung des Bezirksvorstehers damals, der halt gesagt hat, ich weiß jetzt schon, wie diese erste Gasse heißen wird, und wir gesagt haben, nein, das kann doch eigentlich auch anders laufen. Die Entscheidung ist aber wirklich dann vom Bezirk damals gefallen, und das muss man auch sagen, dass es einfach dazu einfach gebraucht hat, dass man ein Angebot gemacht hat, aber dann auch de facto die politischen Vertreterinnen diese Entscheidung getroffen haben. Der Wojtek hat schon gesagt, wir hätten eigentlich im April dieses Symposium veranstalten wollen, machen es jetzt im Oktober und machen es eigentlich in zwei Teilen. Aufgrund der neuerlichen zugespitzten Covid-19-Situation, kann man die Rückkopplung irgendwie wegnehmen, bitte? Danke. Aufgrund der neuerlichen Zuspitzung der Covid-Situation war es natürlich notwendig, dass wir uns jetzt kleiner machen. In Wirklichkeit sind sehr viel mehr Menschen jetzt über das Online-Streaming dabei, was toll ist. Und wir werden dieses Symposium in zwei Teilen abwickeln. Das heißt, es wird nächstes Jahr einen zweiten Teil geben. Das gibt uns auch die Möglichkeit, gemeinsam mit der 3420 in der Seestadt Aspern auch eine Ausstellung zum Thema Frauenbauernstadt abzuhalten. Das heißt, heute ist der erste Teil der internationalere, wo es dann hoffentlich auch wieder möglich sein wird, mehr zu reisen, wird im nächsten Jahr stattfinden. Und das freut mich. Eigentlich ist das eine Verbesserung fast unserer Situation, weil wir das Thema wirklich übers Jahr spannen können und möglicherweise in der Zwischenzeit auch damit arbeiten. Ich freue mich sehr, dass wir heute diese Symposium eröffnen können, und übergebe wieder an dich, Wojtek. Vielen Dank fürs Kommen. Kurt, herzlichen Dank. Ganz kurz zum Ablauf vom heutigen Abend.
Es wird zwei Panels geben. Jedes Panel besteht aus einem Vortrag, aus Vortragsteilen und einer Diskussion. Im ersten Panel haben wir zwei Keynotes. Dazu wird dann die Katja Schächter noch was sagen. Und dann eine Diskussion. Im zweiten Panel haben wir drei Impulsvorträge und dann eine Diskussion. Und von den Spielregeln, sehr geehrte Damen und Herren zu Hause, auf irgendwelchen Stränden oder im Büro, wo auch immer Sie sitzen, jetzt dürfen Sie ganz kurz 30 Sekunden weghören. Zu den Spielregeln für den heutigen Tag, für den heutigen Abend möchten wir ganz kurz zusammenfassen. More space to baby elephants. Keep your face masks on when moving around, please. Disinfect is provided at the venue, so whenever somebody takes the microphone into his or her hand, we'll disinfect it, of course. Be seated while enjoying our goodies. Everyone has a bag here, and when we were saying hello to you already, you could hear that paper sound. So I was told by Katja that at American universities, those brown bag lectures are very common, where people enjoy their lunch break while having a lecture and listening. So whenever you want to make sound with your paper bags, do so. It's welcome today. We keep the venue ventilated throughout the event, so this is why also windows and doors are open. Enjoy the break. When we will have it at roughly 7:30, enjoy the break in our terrace. And please be mindful to each other. This is also very important to us, as we today statistically have some risk group people among the audience and also on the stage. So thank you very much. And now, finally, we'll start with the content part of the symposium. We have one speaker that we would have loved to invite, and actually she was about to come, and of course due to travel restrictions and situations and so on, she will not join us tonight. Jane Hall. Katja will tell a little bit about the situation. Jane Hall has prepared a short welcome note for us. Katja. Thanks, Wei. Well, the topic of today is signals, the culture and craft of practical urbanism. And, you know, we didn't have to think long to know that we would have loved to have Assemble here with us tonight, and especially Jane Hall. And why Jane Hall? Well, Jane recently, like super recently, published a book called Breaking Grounds, Architecture by Women. And while it is a great overview of the contributions of women over the past 100 years to architecture, it is first and foremost the editorial that we loved. She touches upon all the questions about identity, authorship, future, how to run the business side of an architecture practice to also have impact. And, well, she couldn't be with us here tonight. We hope she comes to the next installment, but she sent us a very personal chain-like video where she gives a whirlwind overview about the thoughts that she had when they prepared this book, and we will show that now. Thank you very much, and thank you for the invitation. This video statement is part of a group of works, including an exhibition, a series of symposia, and a publication, all dedicated to the topic of women building cities. My name is Jane Hall, and I'm a founding member of the London-based architecture collective Assemble. We were commissioned by FIDEN 2 years ago to research architecture of women architects, which is presented in this book, Breaking Ground, which I have here. And the book itself is primarily a kind of visual survey of great works of architecture designed by women from 1900 to the present day. For us, however, the book is simply the kind of final product of what is in fact a much larger piece of research. At first, we really weren't sure about authoring this book. The question of gender, particularly one that is often contested,
appeared to risk a kind of homogenization and, in actual fact, the kind of simplification of the experience of women and their working lives. This is certainly the argument that Danish architect Dorte Mandrup makes when she asserts that I am not a female architect, I am an architect. And Mandrup posits that few other professions require their workers to define in such a way. And as such, kind of when forced to do so, the credibility of female architects is massively undermined. Acclaimed Pakistani architect Yasmin Lowry, on the other hand, offers us another lens through which to understand the same position. She doesn't feel that the term women architects fits her own sense of self-identity, not because it somehow undermines the position of women within the profession, but that in general terms, being labelled a woman in Pakistan is indelibly linked with class difference. And so the professional title of architect transcends gender in social political terms. So what's uniting Lowry and Mandrup's positions, despite the disparity in location that has produced them, is that they are quite specific to a middle class feminism, one that sees a continuing sense of disidentification of architects from their gender. So what's behind this identification? Being aware of gender is broadly considered valuable. It's kind of why we're all here participating in events like this. Yet it is increasingly anachronistic and therefore irrelevant to the present way in which a growing number of women perceive their own experience in work. The shifts depending on cultural resources drawn on to discuss feminist politics and architecture, with many positioning themselves, such as Mandrup and Lowry, as individuals who are already capable of structural, you know, negotiating their structural constraints autonomously. Yet throughout our research in Assemble, it felt increasingly necessary, kind of urgent even, that women architects identify as such, not simply to say we are here, but to demonstrate that received architectural history has rendered us invisible in the current form in which it's told. And this is evident in a number of different ways, many of them very high profile. For example, in 1999, the Pritzker failed to award Denise Scott Brown the prize in recognition of her work alongside partner Robert Venturi. I've got her page right here, as you can see. Works familiar probably to a lot of people. And so Scott Brown's absence was really echoed years later by the kind of same invisibility of Chinese architect Liu Wenyu from her partner Wang Shu's 2012 success. So these are really suspicious omissions, both for women who have supposedly made it in a man's world, but yet their right to occupy such space remains constantly subject to revision. Regardless, UNU has commented that she does not want the fame of the Pritzker, although she is included in Breaking Ground Without Wang Shu. So her inclusion really emphasizes that each woman's experience and how they want to frame their own practice in relation to their gender is different. It may be subject to continual change, whether we as readers demand they take a position on it or not. So we really approached the work of this book as architectural historians interested in challenging kind of 20th century modernist narratives in which it became the dominant, if not global, architectural style. So the research really kind of began at home in a British context with, you know, historians like Dr. Lynn Walker arguing that the two most important strands of 20th century architecture in Britain were the modern movement and the entry of women into the architectural profession. And, you know, she points to pioneering factory office in Derby designed by Nora Ayton and Betty Scott, or the Shakespeare Memorial Theatre at Stratford-upon-Avon, which was the first cultural building in the UK designed by a woman, Elizabeth Scott. So, you know, Breaking Ground could easily have become this kind of book of global firsts of which women were at the forefront. Eleanor Agnes Dean designed one of the first international star houses in the United States in 1931, exploring the use of innovative materials and building systems. Margaret Kropholler, who is in the book, was the first female architect in the Netherlands, and Jelisaveta Masic was the first female architect in Serbia.
She was also the first architect of any gender to hold the position of Belgrade's chief architect. Mary Rockwell Hook was the first architect in Kansas to use in situ concrete, while Flora Steger Crawford was the first to build a modernist house in Switzerland in 1924. Beverly Lorraine Green was the first African-American female architect licensed in the United States in 1942. And she went to work on the UNESCO building with Marcel Breuer and Pierluigi Nervi in 1958. So what's kind of really extraordinary is that so many of these early pioneers were at the center of internationally significant designs. This is in part because of the comparatively large number of building opportunities resulting from two world wars, which makes the kind of architecture quietly revolutionary. It's part of this sort of modernizing era where women's entry into the profession in the UK and elsewhere paralleled the wider women's liberation movement. Yet the way in which this tends to be historicized means that in actual fact, the majority of the women architects that we repeatedly hear about today, and of whom you know you are surely familiar with, tend to be the ones associated with white, famed, and ubiquitously male modernists. So you have Ray Eames, Alison Smithson, Jane Drew, Charlotte Perriand, Eileen Gray, Anne Ting. So this history often remains comfortably within the retelling of Western traditions. The book, Breaking Ground, doesn't just focus on women whose practices were indelibly linked to a man's, but really tries to draw attention to a number of architects globally who worked in the post-war period independently under their own name, such as Flora Rouchat Roncati, who in 1988 designed the Trans-Jurane Highway, linking the Swiss and French road networks through the Jura Mountains. And Minette De Silva, who's a pioneer of Sri Lankan modernism and whose buildings fuse artisanal traditions with new construction techniques. And she seems to be really experiencing a kind of rediscovery more recently. So Breaking Ground is an attempt to make visible a kind of small corrective to architectural history. It also showcases buildings that reflect changing architectural styles and a growing number of amazing work produced more recently in the 21st century. And so as the research progressed, we therefore became increasingly preoccupied with challenging how the profession recognises authorship to highlight that architectural production demands attributes that really balance creative expression with, amongst other things, business acumen. The culture created in an architectural office, indeed the business structure in which it can function, is as important to the work of the individual designer who normally takes credit. So a diverse number of projects cover a wide range of geographies, communicating the work of some well-established architects. I have opened the page up on Kazuyu Tsujima's amazing architecture. Some of which is in New York. But you know, also a younger generation developing new architectural languages and building practices. So of course, younger in this context is relative. Architecture takes time. So it feels really, you know, important to emphasize that there are inherent challenges in compiling what can be perceived as a totalizing list, which focuses only on the autonomy of the built object that taps into a singular history of building in the past 100 years. In this sense, the book can only ever provide a limited framework to open up a subjective conversation about what architecture is and how it is made. Yet representation is important. Negotiating the effective politics of books such as this one means that they can no longer simply aim at being inclusionary. It's essential to go deeper beyond a pluralistic understanding of diversity in architecture. And that's something I really hope that will be addressed in conferences like this and by educators, publishers who can give platforms to new writers, new voices from other parts of the world. And this is particularly important given a kind of framing of kind of more globally visible activism that's taking place around various inequalities and injustices. And this is really something that's important for us at Assemble and our practice. We're very aware that
the architecture that we do shapes the built environment and should be reflective of those for whom we are designing for, but often with. And the more presence other voices have in that conversation, the better the architecture will be. Thanks very much for listening to that short whirlwind, and I look forward to being able to join you in person sometime in the near future. Thank you very much. So that's Jane Hall, and we will be happy to welcome her in spring next year, episode 2. Katja. Yeah, and with this also, like, hi Jane, I know she's looking on the YouTube live stream as many others, and thanks again for being with us all by digitally in this age. Now, having lived in Asia and having taken part in quite a lot of urban planning, master planning, the complete restructuring of transport systems in cities, I'm very interested in the different practices and cultures of planning and making cities globally. And we are extremely lucky to have someone here tonight who can compare and contrast the planning cultures, the approach to urban planning between Asia and European practices, because she has a deep personal experience in handling projects globally. With this, I would really like to invite you, Elke Delugan-Meisel, up on the stage to share with us your perspectives. She will focus especially on the creation of green spaces in cities, as this is a core question of how we in the future will want to live in cities, which is even more prominent in this corona age. Elke, please come on stage, and thank you very much for joining us. Ja, schönen guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Keynote. Ich bin vor nicht allzu langer Zeit von Wojtek angefragt worden, aus den besagten Gründen, da einige Speakerinnen nicht kommen konnten, und sozusagen bin ich jetzt der nationale, internationale, will nicht sagen Ersatz, aber bin eingesprungen. Ich möchte heute anhand einiger ausgewählter Projekte den Vergleich, der schon angesprochen wurde, zwischen Asien und Europa zeigen, also unsere Erfahrung, unsere Experience mit den Arbeiten, die wir in Asien, speziell in China gemacht haben, und möchte dann den Bogen zu Europa spannen. Ich bin oft gefragt worden, und speziell den Fokus natürlich auf den städtischen Grünraum lenken. Ich bin oft gefragt worden, warum wir uns in China engagieren. Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist natürlich auch der Maßstab, der große Maßstab, in dem man da arbeiten kann. Das ist schon sehr faszinierend, das möchte ich nicht verhehlen. Aber auch die große Tradition, die Asiaten und speziell auch die chinesische Bevölkerung dem Grünraum, den städtischen Grünraum und der Landschaftsarchitektur entgegenbringt. Mir erscheint es fast oft höher, ist die Akzeptanz als dem Hochbau gegenüber. Und die Verbindung zu schaffen, mit Grünräumen zu arbeiten, aber auch dann die Verbindung mit der gebauten, manifestierten Struktur, hat uns immer fasziniert. Und ich zeige jetzt, beginne jetzt einmal und versuche, einige Projekte zu zeigen. Also, Building for Plants und Plants for Building, das ist so ein Thema. Wir haben sehr, sehr viel mit Glashäusern zu tun gehabt. Wir haben einige Projekte gewonnen, Wettbewerbsprojekte, wo wir Glashäuser entwickelt haben. Ein Projekt werde ich auch zeigen. Wir befinden uns in China, wir haben auch in Korea einiges realisiert, aber mein Fokus liegt heute auf unseren chinesischen Projekten. Es ist ein Wettbewerbsprojekt, mit dem ich beginnen werde, der Central Park Taipu in Shanghai. Wir sind eingeladen worden, es ist ein Gebiet, ein Distrikt in Shanghai, wir sind eingeladen worden von einem deutschen Landschaftsplanungsbüros, Valentin und Valentin, hier gemeinsam an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Wir wissen,
China ist schon seit vielen Jahren konfrontiert mit hoher Luftverschmutzung oder die Megacities in China sind konfrontiert mit hoher Luftverschmutzung, mit kontaminierter Erde und auch Wasserverschmutzung. Und auch dieses Gebiet, das wir hier zur Bearbeitung hatten für den Wettbewerb, ist ein sehr großes Gebiet. Es ist hier blau unterlegt. Eine ehemalige Industriegegend, wo die Industrie abgesiedelt wurde, mit sehr stark kontaminierter Erde, stark kontaminierter oder sehr verschmutztem Wasser. Und die Stadt Shanghai hat das Briefing ausgegeben, hier eine Naturlandschaft zu entwickeln, mit natürlich auch mit Gebäuden, mit einer Konzerthalle, mit Shopping Malls und mit einer großen Freizeitzone und einem Science Center. Unsere Strategie war dahingehend, und das finde ich immer sehr spannend, sich Strategien zu entwickeln. Wir haben natürlich das Gebiet analysiert und haben dann uns entschlossen, im Sinne einer ökologischen Handlungsweise auch nicht jetzt diese kontaminierte Erde wieder wegzutransportieren und neue Erde und neuen Grund zu generieren, sondern wir haben gesagt, wir möchten mit den Gegebenheiten am Ort agieren. Und der rechte Plan zeigt ein bisschen exemplarisch die sehr kontaminierte Erde, die mittel- und die nicht kontaminierte. Und wir haben versucht, durch Geländetopografien am Rand die kontaminiertere Struktur zu platzieren mit einer dichten Begrünung, um hier die Erde zu reinigen, und immer weiterhin zum Zentrum, zur Mitte, wo sich auch die Menschen wirklich bewegen, aufhalten. Also sie bewegen sich auch an den Rändern, aber wo sie sich dann aufhalten, länger aufhalten, haben wir eben versucht, hier dieses Grün, diesen nicht kontaminierten Grund zu manifestieren. Das ist ein großes städtebauliches Projekt. Ich konzentriere mich jetzt viel mehr, weil sonst würde diese Keynote zu lange dauern, auf die Strategien, die wir hier entwickelt haben. Und wir haben halt eben versucht, ein Kreislaufsystem zu verfolgen. Ich möchte nur ganz kurz den Grundriss oder den Lageplan zeigen. Sie sehen hier schon an den Rändern sehr stark bewaldetes Terrain, auch topografisch geschichtet. Das heißt, auch hier die Emission zu minimieren, weil dieses Gebiet ist von sehr stark befahrenen Verkehrsrelationen umgeben und auch zum Teil durchschnitten. Das heißt, also wir haben so versucht, eine Ringstruktur anzuordnen und dazu noch ein System zu entwickeln, das ich Ihnen jetzt hier zeige. Also diese natürliche, selbstreinigendes Prinzip, das heißt, kontaminierte Erde am Rand, Pflanzen am Rand und dann durch so ein Wasserkaskadensystem, wo ganz spezielle Pflanzen, reinigende, also wasserreinigende Pflanzen, ich kann leider da nicht so ins Detail gehen jetzt, dieses Wasser praktisch reinigen und dann die effektiven Wasserflächen dann reines Wasser haben. Und so haben wir eben versucht, so Kreislaufsysteme zu implementieren. Eine weitere Intervention war, auf diesem Gebiet die Energie fast autark zu gewinnen über Wassertürme, und da war wiederum in Zusammenarbeit mit Energiedesignern ein sehr simpel dargestelltes Kreislaufprinzip: Solarpanels speisen sozusagen über diese Batterie der Wassertürme dieses Wasserreservoir, und wenn gepaart mit Biomassekraftwerken, wo wiederum die Blätter und die dort entstehen in dieser Grünanlage, wo wieder diese Blätter praktisch implementiert werden und diese Energie, die gewonnen wird, zu den Wasserspeichern geführt wird. Diese Wasserspeicher sieht man hier, das sind auch zugleich architektonische Zeichen in diesem Gebiet. Ich habe leider keinen Pointer, aber ich glaube, Sie können es erkennen, es sind drei Stück. Ganz oben die Freizeiteinrichtungen und dann bis zu dem kreisrunden Teil, das ist dieses Science Center, das ist natürlich im Gebäude auch implementiert worden, aber ich möchte mich heute auf dieses Kreislaufsystem fokussieren, wie wir eben versucht haben, am Ort mit ökologischen Maßnahmen dieses Gebiet zu aktivieren und sozusagen von den
Dingen zu befreien, die es zu befreien galt. Also diese Türme, das ist dann ein zusätzlicher Benefit, sieht man immer, wie gefüllt sie sind. Das sind mit LEDs bestückt und je weniger Wasser drinnen ist, desto mehr geht das LED wieder zurück. Einige Einblicke in die baulichen Maßnahmen und Strukturen, das ist die Shopping Mall. Und im Schnitt kann man, glaube ich, schon ganz gut erkennen, dass wir auch hier mit den Gebäuden sehr topografisch gearbeitet haben und die in die Landschaft eingebettet haben. Also das Ganze sollte ein System sein, das sich in der Landschaft integriert, auch mit den Gebäuden. Die Concert Hall mit dem tiefer gelegten Court, also diesen tiefer gelegten Platz, um immer wieder Sichtbeziehungen zu haben im Gebiet und hier auch verschiedene Atmosphären und verschiedene Aufenthaltsqualitäten zu schaffen. Das war uns schon sehr wichtig. Einblick zum Science Center, welches sich als einziges Objekt in dem Ganzen, außer diesen Wassertürmen, als einziges Objekt aus dem Ganzen, aus dieser ganzen Landschaft hochhebt oder heraushebt und sozusagen aber auch wieder mit Durchwegungen und Blickbeziehungen agiert. Also das war so ein Konzept, ein allumfassendes, und uns hat eben interessiert, an dem Konzept nicht nur die Gebäude zu generieren und hier eine Architektur zu manifestieren, die man, die uns da als richtig erschienen ist, sondern einfach dieses gesamte, diese grüne Lunge als Gesamtes zu sehen und ein Gesamtkonzept zu entwickeln. Das nächste Projekt, was ich Ihnen zeigen möchte, ist jetzt gerade in Planung. Es befindet sich auch in Shanghai. Es ist ganz ein anderes Projekt, es ist eine gemischte Nutzung. Wir sind gefragt worden, ob wir hier ein Konzept entwickeln können. Das ist in einem Gebiet von Shanghai, das in einem Industriegebiet auch, wo sich jetzt sehr viele Industrien oder Headquarters von Firmen und Companies ansiedeln. Und ich zeige da jetzt ein Moodbild, weil es gibt eine wunderbare Landschaft Richtung Norden in China, schon Richtung Tibet. Und uns ist immer vorgeschwebt, es muss im Inneren dieser Struktur sich so wie ein Tal auftun, wo man dann bis unten so eine Oase schafft, wo praktisch dieses Grün bis ins Tal hinuntergeht. Und das ist sozusagen für uns so ein gewisses Mutbild gewesen, wo wir dann angefangen haben, auch die Gebäude zu entwickeln und zu integrieren. Wieder in Shanghai, relativ am Wasser, und da sieht man jetzt den Plot. Das heißt, ein Gebiet, wo, also ich muss mal sagen, die Stadt Shanghai ist sich bewusst, sie müssen sehr viel tun und Grün implementieren und Lebensqualitäten in die Stadt bringen. Und auch relativ in innerstädtische Distrikte. Dieser Distrikt befindet sich jetzt wohl nicht im Zentrum, wie man sehen kann, ist eine Riesenfläche, und rundherum entstehen eben Headquarters von, wie ich schon erwähnt habe, von diversen Firmen und Companies. Und eben, das war uns sehr wichtig, eine ganz eigene Atmosphäre da zu erzeugen und nicht einen gewissen Blockrand abzufeiern. Und man kann das jetzt schon ein bisschen sehen, was ich gemeint habe mit Tal und Valley. Also am der Rand eher härter, einen härterer Rand, und das Innere so wie ein Sedimentgestein, ausgeschwemmte Höhlen und Plätze, die sich hier generieren und mit sehr vielen Pflanzen und Bäumen belegt. Also wir haben natürlich auch, man sieht das im Schnitt ganz gut, wir haben uns natürlich auf die Baustruktur fokussiert. Es gibt wunderbare vertikale und horizontale Blickbeziehungen, räumliche Sequenzen, Eingangshallen, aber im Grunde genommen ist dieser ganze Fokus auch auf diesen Innenraum, auf diese Qualität dieses Inneren dieser ganzen Bebauungsstruktur gelegt worden. Das ist jetzt ein Rendering, also im besten aller Fälle würden wir uns vorstellen, dass es sehr grün im Tal ist und dass sich praktisch bis nach oben hin das Grün etwas ausfädelt, und die Nutzung sind von Büros über Restaurationen, Wohnen, Geschäfte, alles
was man sich vorstellen kann. Was natürlich auch noch ein wichtiger Hinweis ist, wir wollten nicht diese Struktur abschließen nach außen und zu sagen, es ist eine heile Welt da drinnen, sondern durch die Öffnungen, die wir in der Längsrichtung haben, aber auch in den Querverbindungen schon immer wieder Einblicke schaffen, damit sich diese Welt von innen auch nach außen verlagern kann. Also man sieht hier ein paar Views von den konzipierten Projekten. Also ein Projekt, wo wir jetzt gerade in der Planung sind und wo wir hoffen, dass wir auch zumindest in großen Teilen diese Vision umsetzen können. Ein letztes Projekt in China ist der Botanische Garten in Taiwan, eine Stadt in der Mitte, in the middle of nowhere, ist etwas übertrieben, aber ungefähr 500 Kilometer südwestlich von Peking gelegen, eine 8-Millionen-Stadt, eine Stadt, die, wie ich dort das erste Mal war, die mich fast deprimiert hat, ist bestehend aus lauter Hochhausclustern, Wohnclustern mit ganz, ganz wenig Außenraum, Außenflächen dazwischen. Also es ist fast bedrückend, also für mich war es bedrückend, wie ich da dort durchgegangen bin. Und da ist, es war auch ein Wettbewerb und da ist man an uns herangetreten. Man sieht hier die Stadt Taiwan, wo sie liegt. Und da ist man uns herangetreten, nicht innerstädtisch, sondern am Rande. Ein großes Kohlenabbaugebiet wollte man umstrukturieren und einen botanischen Garten hier verwirklichen. Und wir haben da auch zusammen mit einem Landschaftsarchitekten gearbeitet und es war auch, und das ist in China schon auch sehr faszinierend, wenn sehr große Flächen frei werden, auch innerstädtisch, wie man bei dem Shanghai-Projekt gesehen hat, dann werden diese Flächen nicht, Halbzeit ist gut, weil ich bin schon beim letzten chinesischen Projekt, dann werden diese Flächen nicht zerteilt, sondern man versucht, diese Fläche als Gesamtraum zu sehen und hier diese Kultur, die in China schon sehr augenscheinlich ist, ist nicht nur Parkanlagen oder grüne Lungen in die Städte zu bringen, sondern das ist immer gepaart mit der Tradition, Kultur, Freizeit und die Menschen gehen auch oft den ganzen Tag in diese Anlagen und verbringen dort ihre Freizeit, feiern private Feste etc. Und eben dieses Projekt in Taiwan, da haben wir drei Glashäuser entwickelt mit einem Eingangsgebäude, das sieht man rechts, die Glashäuser, die sogenannten Domes, ein Teehaus und ein Bonsai-Museum. Das ist noch das Modell dieser drei Domes, der verschiedenen Klimazonen, die man auch exemplarisch den Besuchern, man will hier Flora und Fauna den Besuchern nahe bringen. Es gibt auch am Eingang didaktische Informationsmöglichkeiten, um sich da zu informieren. Das ist die Baustelle, das war vor einem Jahr, das Projekt wird jetzt Ende des Jahres eröffnet. War eine sehr spannende Sache und was ich dann noch sagen wollte dazu, da haben wir auch wieder den Aspekt der Nachhaltigkeit natürlich auch oder der Ökologie dem geschuldet, eine Holzkonstruktion dieser Domes entwickelt, die dann auch nach Position, nach Norden hin offener, nach Süden hin geschlossener agiert mit einem System, welches natürlich auch Energieaufbereitungssystem mit Wasserkühlung und allem, was da dazugehört. Wenn ich da jetzt ins Detail gehe, dann bin ich schon fast am Ende meiner Redezeit. Insofern wollte ich nur sagen, es ist auch ein Gesamtkonzept wieder, wo wir uns sehr wohl über die Nachhaltigkeit oder nachwachsende Rohstoffe hier Gedanken gemacht haben, aber auch wie wir die Position der einzelnen Konstruktionen und die energetischen Aspekte berücksichtigt haben. Das ist ein Bild im Winter, das hat mir nur sehr grafisch so gut gefallen, darum habe ich es reingegeben. Eben Konstruktion, damals noch die Überlegung, auch mit Stahl zu agieren. Am Ende des Tages ist es eine reine Holzkonstruktion geworden. Sie sehen das, es ist der größte Dom hat 98 Meter Durchmesser und das war für uns schon eine sehr herausfordernde Aufgabe. Wir haben da zusammen mit einem
mit einem statischen, natürlich mit Statiker, mit Bollinger und Grohmann gearbeitet und mit einer Firma aus, ich glaube es war USA. Man sieht hier die Baustellenbilder, jetzt fast vor Fertigstellung, vor einigen Monaten, die drei Domes mit den verschiedenen Klimazonen, dazugehörig ein Innenbild. Aber wie gesagt, dieses Gesamtkonzept ist das, was uns interessiert. Werkstoffe mit den verschiedenen Energietools zu arbeiten und aber dann noch auch architektonisch wertvolle Räume zu schaffen. Also eine Gesamtkonzeption. Das Dach des Teehauses, eine Holzkonstruktion, der Innenraum des Teehauses, aber ganz eine spannende Geschichte, das ist alles nur gesteckt und nicht geschraubt, keine einzige Schraube ist da drinnen. Das wäre ein eigener Vortrag, mich auf die Konstruktionen zu beziehen und hier mehr ins Detail zu gehen. Alles im Allen, das ist jetzt dieses Eingangsgebäude, wo man sich hier dem Ganzen nähert, rechts die eine beleuchtete Glaskuppel des Glashauses und ganz hinten ist der Bergrücken mit einem Monument. Ich komme jetzt nach Europa. Was kann man noch ganz kurz, was haben wir von China gelernt oder was lernen wir in China immer noch, Gott sei Dank? Es ist echt dieser spezielle Umgang mit der Natur, der Umgang auch mit der Großzügigkeit in diesen Projekten und dass man wirklich versucht, hier auch die gebaute Struktur mit dem Landschaftsraum zu verbinden, zu vernetzen und dass sich auch hier wiederum neue Aspekte auftun und Möglichkeiten uns geboten haben und auch letztendlich die Maßstäbe und der kulturelle Zugang, der auch faszinierend ist in diesen dem letztgezeigten Projekt, das werden dann Hochzeiten gefeiert in dem Teehaus und es ist einfach ein kulturell-spiritueller Background, der schon faszinierend ist und den man auch in der Architektur Rechnung tragen muss und soll. Ich komme nach Wien, ein Projekt Alternquartier, ich glaube, viele, viele kennen das Projekt, ist ein Projekt, ein innerstädtisches Projekt, ist sozusagen ein Projekt, welches einen Bezirk fast teilt und ihn zur Donau praktisch hin oder zum Donaukanal praktisch abschneidet. Wir waren geladen, bei einem kooperativen Verfahren teilzunehmen und das ist der jetzige Bestand, Julius-Dandler-Platz, sozusagen ein Schiff, die Physiognomie eines riesigen Baukörpers, der sich hier wie ein Schiff artikuliert und sozusagen sich sehr verschließt der Öffentlichkeit gegenüber. Der Julius-Dandler-Platz ist ein Platz, wo man wenig oder bis keine Aufenthaltsqualitäten orten kann. Und bei diesen kooperativen Verfahren ist es eben darum gegangen, dass wir uns hier Gedanken machen, städtebauliche Gedanken. Der erste Gedanke war, das ganze Gebiet dort wegzunehmen und wirklich nur Neubau zu implementieren. Nach vielen, vielen Tests haben wir versucht, sind wir dann zur Erkenntnis gekommen, den Bau aus den 1978er Jahren von Karl Schwanzer, diesen Kopfbau, dass der so viele Qualitäten hat, auch bezogen auf Raumhöhen und auf Flexibilitäten, die man am Anfang ja nicht so erkannt hat. Wenn man sagt, wir lassen diesen, wir wollen dieses Refurbishment machen, das wäre auch ein Thema, mit dem auch wir uns sehr oft beschäftigen, Refurbishment in europäischen Städten. Ich finde das sehr wichtig, auch im Sinne eines ökologischen Fußabdrucks, dass man hier neue Wege und Ideen findet, wie man hier sich diesen Projekten nähert. Dann hat man beschlossen, das Anschlussgebiet als Wettbewerbsgebiet zu deklarieren, aber was immer die Grundidee war, und jetzt komme ich wieder zu meinem Thema zurück, innerstädtisches Grün, wir haben uns entschlossen, diese Ebene, eine durchgehende Ebene zu schaffen, eine Stadtebene auf 9 Meter. 9 Meter deswegen, weil dieses Bauwerk auch ein Infrastrukturbauwerk ist. Das heißt, es ist ein Bahnhof implementiert in dem ganzen Gebäude, wo eine 9 Meter Ebene die Ebene war, die man durch
gängig bespielen konnte. Und diese Ebene haben wir genommen, um von außen nach innen und hier eine Durchwägung zu schaffen. War auch für den Wettbewerb ein Hauptbestandteil. Den Wettbewerb hat dann, wir hatten im kooperativen Verfahren noch Hochhauscluster vorgesehen. Man sieht das hier ein bisschen. Und das ist jetzt keine Ansicht, sondern das ist jetzt kein Schnitt, sondern eine Ansicht, wie wir versucht haben, diesen Stadtkörper zu perforieren und Aufgänge zu schaffen und Durchwägungen zu schaffen. Und das war sozusagen Grundlage für den Wettbewerb. Wettbewerb wurde dann von den Kollegen Artig gewonnen. Wir haben dann das Projekt versucht zusammenzufügen, ist uns sehr gut gelungen, ist es aber leider aus diversen Gründen dann nicht in die Umsetzung gekommen. Noch einmal ein paar Bilder, wie wir versucht haben, eben diese Erdgeschosszone, die eine der wichtigsten Zonen im urbanen Raum ja darstellt, wie man hier dieses Schiff perforiert, wie man ganz spannende Innen- und Außenbeziehungen schaffen kann. Das ist vom Spittelauer Platz hin, viele kennen das Projekt ohne dies, aber es ist jetzt sehr abwehrend und da sieht man das noch einmal von oben, das war noch eben der vor dem Wettbewerb der Stand. Und jetzt ist es leider so, dass wir nur mehr den vorderen Teil eben als Refurbishment bearbeiten, aber nichtsdestotrotz gibt es auch diese Freiraumebene, diese Durchwägung, diese Anbindung zum Platz und eben diesen Kontakt mit dem städtischen Umfeld. Und ich glaube schon, dass man auch auf dieser Ebene oder auf dieser Ebene plus 9 versuchen können, diesen innerstädtischen Grünraum auf ganz vielfältige Art und Weise zu definieren, um hier wiederum diese Aufenthaltsqualitäten zu schaffen, die wir gern hätten. Und das ist ein Grünraum, Sie kennen alle die Highline, man kann das nicht mit der Highline vergleichen, ist eine ganz andere Struktur. Nur der Gedanke war der, einen höher gelegten öffentlichen Raum zu entwickeln. Also Stand der Dinge ist jetzt, das Projekt geht jetzt in die Ausführung. Man sieht jetzt noch ein paar Bilder, wie es werden soll. Wir haben die Fassade sozusagen eine neue Fassade entwickelt, die Struktur belassen und die Durchwägung Grünraum, öffentlicher Raum ist nach wie vor Thema. Leider ist das Projekt nicht zur Gänze so realisiert mit dem Wettbewerbsprojekt von Artec. Das wäre natürlich ein Statement für Wien gewesen und wirklich ein neuer Zugang. Noch einmal öffentlicher Raum hin, die Durchwägung, Julius-Dandler-Platz vorne, innen, Sichtbeziehungen des Projektes. Und jetzt habe ich noch zwei kleine Projekte, ich weiß nicht, ob ich die noch 2 bis 3 Minuten. Na, dann zeige ich nur mal ein Projekt und zwar das, glaube ich, ist nicht ganz unspannend. Das ist in Bremen, wir arbeiten da schon seit Jahren mit einem Investor zusammen, begonnen hat es über ein Wettbewerbsverfahren, an der Weser gelegen. Das ist ein städtebauliches Leitprojekt, das von den Kollegen SMEC stammt aus Berlin. Sie sehen den roten Punkt, auf den beziehe ich mich gleich, aber ein bisschen weiter vorn gibt es ein Gelände, das ehemalige Kelloggs-Gelände, das wir jetzt auch bearbeiten und die Silos und umstrukturieren, sprich eine andere Nutzung zuführen. Das ist ein wahnsinnig spannendes Projekt, auch ein Refurbishment-Projekt, wo wir versuchen, hier jetzt neue Qualitäten in dieses ehemalige Industrieareal zu bekommen, mit Markthallen und etc. Jetzt komme ich zum Punkt. Die Zusammenarbeit mit diesem Investor hat natürlich viele Gespräche, wir haben viele Gespräche geführt und wir haben uns dann entschlossen, ein prototypisches Wohnbauprojekt auch hier auf diesem nahegelegenen Areal zu entwickeln. Das heißt, das schaut jetzt sehr simpel aus, wir wissen ja alle, auch bezogen auf die Krisen, denen wir uns jetzt gegenüber stehen sehen, wie wichtig es ist, wohnungsbezogene Grünräume, nahegelegene wohnungsbezogene Grünräume zu nutzen zu können, wie wichtig es ist, leistbaren Wohnraum zu
lukrieren und auch wie wichtig es ist, letztendlich flexibel zu sein. Und wir haben jetzt versucht, verschiedene Aspekte in ein prototypisches Wohnbauprojekt zu implementieren. Das heißt, es ist holzbauweise, es ist sehr simpel, es ist modular, es ist gestapelt und das Projekt ist in der Entwicklung, muss ich sagen, darum sehen Sie so sehr rudimentäre Pläne. Die Struktur ist eine Stahlstruktur, wo rundherum, wo man die Erschließung wo die Erschließung stattfindet mit halböffentlichen Freiräumen. Die Idee dahinter ist die, dass man nicht nur eine Holzbauweise, nicht nur flexibel, sondern dass wir versuchen auch, jetzt muss ich nochmal kurz zurückgehen auf diese Zeichnung, Sie sehen da die roten Balken, wir haben uns nach dem Prinzip der alten Bauernhäuser orientiert und haben gesagt, wir beheizen nur mehr eine sozusagen, es ist eine, wie eine Heizwand, eine Scheibe, wo die Sanitärzellen beheizt werden und die Wohnräume davor und die Schlafräume sind dann nur mehr temperiert. Das ist ein Heizsystem, das man auch über die Weser speist, das heißt, im Winter ist die Weser ein paar Grad wärmer als die Luft. Das ist so ein Zirkulationssystem und das ist ein System, wo wir gesagt haben, das wäre einmal ein Thema, Energie sparen, wie steht man diesen Themen gegenüber, wo das wir sehr spannend finden, uns mit diesen Themen zu beschäftigen. Da sieht man es noch einmal im Schnitt, das sind noch Skizzen und diesen wohnungsbezogenen Freiraum haben wir aufs Dach gelegt, ist ja keine Neuigkeit, sind ja alles keine neuen Ideen, nur das zu vereinen, aber wir haben das ganze Dach mit einem Glashaus bestückt und sozusagen diese Abwärme wieder für die vielleicht Farming, Urban Farming oder andere Dinge zu nutzen. Und insofern ist das Projekt ganz spannend, weil es sehr viele Aspekte mit sich bringt und weil es auch letztendlich flexibel genutzt werden kann. Es sind ganz simple Wohnungsgrundrisse, die schaltbar sind und genutzt werden können. Da sieht man noch einmal so ein bisschen die Vision, vorne die Stahlkonstruktion, die dann in das Glashaus übergeht, wo man auch natürlich Begrünungen implementieren kann und das Glashaus, das für kommunale Nutzungen sich sehr eignet oder Gemeinschaftsbereiche, weil wir halten eigentlich nicht sehr viel davon, wenn man in einem Wohnbau, ich habe lange Jahre im geförderten Wohnbau und immer noch Projekte entwickelt, immer so diese Gemeinschaftsräume irgendwo im Haus implementiert. Und wir haben gesagt, da hat man einen großzügigen Raum, hat man Zutritt zu einem, sage ich mal, fast opulenten Freiraum. Und das könnte jetzt so ausschauen oder auch anders. Man sieht es ein bisschen, das ist ein bisschen ein visionäres Projekt, wo sehr viele Aspekte gemeinsam Platz greifen und finden. Und ich höre jetzt auf, ich hätte noch ein Projekt. Und dann ich möchte nur einen Abschlusssatz sagen. Ich finde schon, dass wir in Zukunft uns viel mehr mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, wie wir mit den Qualitäten unserer Freiräume umgehen und wie wir auch letztendlich die sehr, sehr spannenden Konzepte, die ich sehr spannend finde, Konzepte von Kreislaufwirtschaft, wie wir die wieder in unsere Baustrukturen implementieren. Wir arbeiten da gerade an einem Projekt, einem sehr spannenden, das ich jetzt aber nicht mehr zeige und ich bedanke mich fürs Zuhören. Thank you very much, Elke. And I think the presentation shows not only a specific aspect, but also that this should become a series of talks of women sharing their visions and the importance of what they think important as a future of cities. What I particularly loved is that you talked so much about soil and water and how we should use methods of circular economy or sustainable natural cleaning to promote a better nature-like feeling in cities, because this so lovely leads over to our next speaker, Majetica Potrič. Majetica is an artist, an architect, and a placemaker. Her career includes 4 times exhibiting at the Venice Biennale over a span of 30 years,
which is incredibly impressive. So I don't even go on and talk about the Guggenheim Museum and all the other places where you exhibited, showed, and shared your work. I was particularly lucky to now be at the institution where I am, at MIT, where she also worked as a guest professor for a year in ACT, which is basically in the same building, and I see how her work is carried on forward when we collaborate at our labs and offices. So please, Majetica, join us here on the stage and share your thoughts with us on your ideas about placemaking, your ideas about soil and water. And while you join the stage, there is also one super lovely coincidence. While we had Marietta in our minds before to invite her, one of the reasons she's here today is one of her projects is the King's Cross London pool, a pop-up pool. And we are like seriously about 100 meters from the much debated pop-up pool on the Gürtel here in Vienna that was one of the hottest political topics about urban planning this summer. So we thought, what a lovely coincidence that Majetica can show us her take on this. And we also made her, you can, after in the break, you use the terrace, you can see and learn more about her take on work on her lovely long career, because she was the first installment of our exhibition, of our outdoor exhibition, that's still out there on the terrace, and that we will then continue in Aspern as an outdoor exhibition so that as many people as possible can learn about cities while just strolling through them. Marietica, thank you very much. Thank you, Katja. Thank you, Wojtek. And it's really beautiful to be here with you tonight. I also wasn't sure whether I would be able to come, but I'm happy to be here. So I actually also loved the title of this little symposium, Culture and Craft of Practical Urbanism. I guess I'll focus more on culture. I'll show two public art projects, so I'll focus on public art projects in my talk, located on two very different parts of the world. Above you see London's Of Soil and Water, the King's Cross Pond Club, professional public art commission, commissioned by King's Cross Partnership. This was 2015 and 16, very well funded and realized on public land, which was heavily regulated. Below you see the Soweto project in South Africa, 2014. So both projects somehow happened within 3 years. I worked on the project with my students of participatory design at HFBK Hamburg. It was realized on public land, which was in fact a no man's land, no regulations applied at all. Funding was next to nothing. So the two projects were marked by, as you see, the two projects were marked by very different conditions, but had similar outcome, which is they are a community organized and maintained public space, a new form of public space. One community had planned to do it, the other did it. Taking the two projects as case studies, I invite you to think about potential and role of public art projects in construction and building resilient cities. I will walk you through the two projects, first Of Soil and Water, the King's Cross Pond Club, which was a collaboration with US architects Eva Pfannes and Sylvain Hartenberg. We worked together on public art projects for already 10 years. For some reason, this was first man-made natural public swimming pool in UK, and it was open to swimming all year around, summer and winter. Discussion started already in 2013, but we needed 2 years to get it going. You see the location here on the bottom, you see King's Cross railway station. So we are really in the center of London. And actually the map also shows two inspirations that were important for the project. One is Regent's Canal, which runs from west to east through the site,
And of course, massive construction site, the biggest real estate development in Europe at the time. So on this very contested site, we decided to reframe the question. We said, value of the land is not real estate. Value of the land is soil and water, two natural resources we live with every day, we depend upon, but take for granted. And just some. This is the imaginary of the project, actually a little illustration for our proposal. And I must say that in a sort of English romantic tradition, here one encounters a person swimming in a natural pond in the middle of construction site in the center of London. Also a little joke here. The proposal was published in Time Out on 1st of April, and funnily enough, name of the project manager was Ian Freshwater. So everyone said, must be a joke, this cannot happen here. So regarding design, Us and I focused on the idea of evolution. First, the project itself. Curators Michael Pinsky and Stephanie Delcroix invited us to make a process-oriented project, which was super unusual at the time for such a commission. They did not want us to put an object in an already designed landscape. Concept of pioneer landscape you see here tells us that different soils support and coexist with different vegetation. So codependence of soil and plants is performed here. So this is, we also worked with soil, so you see soil evolution on the terrain from fallow, dry to humid soil. Then soil and plants in coexistence. We used 80 different species of wild plants, specific soil and specific plants. Some plants take over and some plants disappear during the project. Water. Water in constant movement. We have three zones. On the top you see a filtering zone with halophyte filtering plants. Then in the middle, just below it, you see regeneration zone with underwater plants that take care of oxygenation of the water, and swimming zone where you can swim. Actually, it's interesting, since we are in Austria, we worked on the system with Biotop, Austrian company specializing in natural swimming pools. We initially wanted to work with water of Regent's Canal, but it was not possible because water was too polluted. So this was a closed loop system. How did the client react to this living and changing body? Now you're looking at a photo of the site very close to the opening day. One of the successes of the project was to convince the client to start with soil, with nearly bare landscape, to accept the idea of evolving landscape and not finished landscape. Some would say it doesn't look ready. So I'll just zoom in and a few photos of what it became. Here, a permaculture garden, super lush landscape, and halophyte filtering plants in action. Again, super lush landscape, and swimmers enjoying soft living water in comparison with dead water, meaning water cleaned with chlorine. And now a few words about social architecture of the project. You are looking at logo. We put the word club in the title, King's Cross Pond Club. Club is commonly understood as space of privilege, and here, yes, this is a privileged space, but it means an agreement with nature. So we are looking here at a diagram of water systems, and
check the third icon, which says 163 persons per day, and 163 is the maximum number of people swimming in the pond that allowed plants to regenerate water. So in a way we are talking about balance between humans and nature. And of course we also have rules of engagement here as well, like shower, simple rules like shower before swimming, that can be very tricky during winter. Well, the pond became obviously very popular. And when we started to design the project, we were not aware of the wild swimming community who loved the project. Wild swimming means swim in nature throughout the year. Users thought of it as an unusual experimental place. People came for different reasons. They came from the neighborhood, let's say railway workers for a pre-work swim, and sometimes from as far as New York to celebrate anniversaries with friends. You're looking at autumn 2016, so this is second year. Biodiversity is very clearly visible, and users recognize biodiversity the project created. Basically, they embraced our initial concept. The project shows power of nature to regenerate itself, and it performs human relationship and codependence with nature. When it was announced that the pond was closing, very quickly community formed to prevent closure of the pond. In a creative way, they organized a splash mob. On a cold October morning, they walked from King's Cross railway station to the pond when air temperature was 12 degrees Celsius and water temperature 10 degrees Celsius, and marked the closure with the final swim. Thus, they performed ritual of transition from wild swim lovers to politically engaged community. Now about petition, which is very interesting for me. The group collected, without us being involved, 5,300 signatures in a very short time, because developers didn't let know that the public that the pond was closing so soon. Supporters came from all walks of life, a lawyer, a blind person, a clown, a railway worker, an activist, a TV doctor that was preaching about swimming in cold water, dealing with stress and depression. So, but they had very clear demands. Of course, the main demand was the temporary project should become a permanent project. When this did not work, they said that the pond should be replaced someplace else. And when this didn't work, they demanded that biodiversity should be replaced someplace else. And this, according to my knowledge, eventually happened. They also realized that the project became part of the Green Belt of London. So it became an integral part that the city had to deal with in a different way than just a public art project. The group said they would need a year to, this was very interesting for me. The group said if they would know 1 year beforehand, they would be able to reorganize the space and get the project going. They envisioned the space as community organized and maintained public space. They did not demand to change the status of the land yet. Could it become a collectively owned land in the country that invented enclosures, meaning accelerated decline of the common land? Here, do we witness an unexpected rise of the commons? That's a diagram I made to my students to explain the relationship between culture and art. And whenever you are asked what is more important, culture and art, it's very obvious that culture is more important because art depends on culture. And if art is a relational object, art is also the tool to change culture. So you are in a loop that runs and never closes.
Of course, you are also free to replace art with design and architecture. Relational object can be a public art project. It can, if yes, it can become a catalyst of change in building resilient city. But also in this kind of scenario, role of artists and architects changes. They can become co-authors and mediators. But also for me personally very important, you in this kind of project, you also mediate the future residents want to live in. Now just a little bit about recognition. I think it would be interesting to say this because Jane Hall was also talking about all this framework of like organization of life and recognitions and so on. Both projects I'm talking about are recognized by professional community. London Pond is listed in a Greater London's guidelines as a successful prototype. The Soweto project was part of 9 urban biotopes, another umbrella project that focused on exchange of knowledge between South African and European cities. It is listed as a successful project by European Culture Program for contribution to policy making, innovative results, creative approach, and source of inspiration to others. So we are now on the second public art project, which is the Soweto project. Year is 2014 with my students at HFBK Hamburg. We lived and worked in Soweto for 3 months. Together with local community, we transformed public space located in the middle of residential neighborhood, which was dumping ground for 40 years, into community organized and maintained public space, which again is a new form of public space. I always say that's important. Group photo. First workshop with residents on site and some background information, because I'm also educator. I think it's important to think what students and what we are teaching at universities. In 2011, I was invited by HFBK to lead a class in Department of Design, which would not focus on product design, but on challenges of 21st century. Design for the Living World class focused on participation. So why participation? When we look back at the past century, actually the second half, it is clear that citizens were gradually depoliticized and participation was dismantled. I'm talking about neoliberal cloud covering our skies for 40 years, really the main period was from 1968, which was social revolution, to 2008, collapse of the banks. And now, of course, we need participation, because cities, in a simple way, cities need more empowered and engaged citizens and residents. Participatory design, there are 4 steps of participatory design, which were, of course, it's not that we would invent them, but for me, the 4th step was super important. And I'm reading it now, transferring the responsibility for the project to the community in order to leave behind sustainable work that benefits the community in the long term. We succeeded, and this is how my students explained. Success means when we became irrelevant. And this is, of course, when local community took over the project. And what you're looking at actually is our committee members that are taking care of the space. They are self-organized in 5 groups: security, maintenance, urban agriculture, art and culture, and children's playground. For me, that's a great example of community organized and maintained public space. I'm talking about it all the time because I see that's my message today, I guess. But also, a public space is a social agreement, and you can also say without social agreement, there is no public space. The process of the project showed that social architecture is more important than design of objects or spatial designs.
So this for us was take home message. So let's zoom in again into meaning of public space. I'm showing you one of the preconceptions or cultural prejudices we encountered when working in Soweto. The question was, what brings safety to a place? Is it fence or people? In the modernist tradition, people are the best protection because open public space means open society. But of course, local residents thought otherwise. They demanded 3 meter high barbed fence to exclude others and to protect themselves. After a lot of discussions, we came to a symbolic agreement, which means we said it's about marking of territory. We agreed on 1/2 meter high fence that would go around the territory to mark the territory. And this is also a new word in vocabulary we started to construct. And that's also like super important, I think, for students because, but also for us professionals, because we think that everyone understands public space the way we do, but of course public space is not a given. It's a cultural construction. Working together, students insisted that the new practice, this participatory practice, needs new vocabulary. Way before Soweto experience, students stopped using word sustainability. Instead, they said resilience. Why? Because when you say sustainability, it's an abstract word. You don't know what it is. But if you say resilience, you see people behind the word. Now a list of methodologies and tools in the new vocabulary which we articulated in Soweto. Ritual of transition is one of them. Cleaning, this means cleaning of trashed public space with local community, took 4 hours on a Saturday morning. The space was trashed before for 40 years, 40 years. These methodologies, I'm also reading now a few more of methodologies, they are all loaded with imagery of people and not objects. Let's say ritual of transition, marking of territory, performative actions, naming of territory, placemaking, and so on. And maybe if I have time, a little reflection here. On the left side, probably you know, it's a great acceleration graph, explains codependence between human activities and the planet. From beginning of Industrial Revolution 1750 to 2010. And I would like to tell you that where the curves go up, it's a vertical line which marks the year 1950. And this is actually beginning of rise of consumerist society, and which is well illustrated on the right side. And of course, rise of self-centered individualism and importance of private property. Today, when we face withdrawal of social state and challenges posed by climate change, and as we see today, also COVID virus, we have to meet challenges, but government cannot do it alone. Governments can do it together with residents. And this is my last slide. Perhaps at this point in time, we can reframe the question. It is not about public versus private, not about development versus degrowth, or it's not about exploitation versus solidarity. It's about new agreements created by pilot projects on earthly territories. Let me conclude my presentation with placemaking, a methodology used in Soweto project. According to sociologists, they say any community that wants to be recognized needs a physical space. And I would say indeed, physical space matters today more than ever. Pilot projects, if done correctly, respecting protocols of participation and resilient cities, are laboratories of human coexistence and political schoolrooms. They empower and engage residents in city building. Today, when I see rise of citizens' assemblies,
I showed you the two projects which manifested themselves as community organized and maintained public space, a new form of public space. And perhaps what will eventually follow will be a rise of projects that will foreground collectively owned land. I think it's super important to experiment and explore at this time of systems, protocols, beyond neoliberal social and economic agreement. To do this, we will have to regain trust, trust in collective decision making. And here I'm talking not only about communities themselves, but also about policymakers to trust participatory projects as tools communities and cities use as catalysts of change in building resilient cities. Thank you. Very soon. So, both of you, thank you very much for your presentations and your insights. I have a lot of questions, but of course I can always, I'm very curious as a person. However, in the interest of time and your cigarette break, I think all our cigarette breaks. Why don't we open it up to you in the audience here to benefit from your thoughts or from your questions to my two speakers? Is there anyone who would like to volunteer a first question? No one in here? Well then, I would like to start with one that would be a bit considered as the elephant in the room. It's the same question to both of you. Do you think that as a woman you have a very different or something that really differences you from a male perspective when designing public space? Elke, why don't you start? Difficult question. But I don't think so. I think you have different characters, you have different positions, but I don't want to write man and the female and male position. I'm a little bit, I have a little bit, I'm on Dirty Mandrops way, you know. Okay, so you're an architect, which is... Yeah, but it doesn't mean it is necessary to support women, and it's necessary that we are on the way now. But so I don't want to have two, let me say, there are two opposites. There is man and male and female, and I think it's not... For me, it's not the right way, because I think it's a little bit, if you say it's a female position, for me, it's only my personal meaning, I feel it's a little bit downgrading. You know what I mean? And so it doesn't depend on the support of women, and women has to go and come, and it's not the same thing. But I don't want to divide the quality of architecture any architecture, any planning, any to divide female and male. For me, it's the same. And Nayetica, what do you think? I remembered when we were working on the Soweto project that actually it was, I believe women have very good sense of negotiating and also listening, and they are not maybe perhaps burdened by the hierarchical structure. So let's say in Soweto there was the structure of society was really focused on male authority, and actually when you didn't have this kind of burden upon you, you were able to work much more freely. Just like a little comment, but otherwise I also agree with Ilke, it's not so interesting to position men against women. Anyone in the audience who would go ahead, please? Wait,
Es wundert mich jetzt ein bisschen diese Aussage, weil ich hätte mir gedacht, dass man eben aufgrund der Verhältnisse, der gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben, wo eben Frauen weniger Geld haben, mehr auf die Kinder aufpassen, weniger Auto fahren, andere Ängste haben aufgrund der Gefahren, die es einfach gibt in der Stadt oder so, dass es da sehr wohl einen unterschiedlichen Blick hat, den Frauen auf öffentlichen Raum haben können, um das zu berücksichtigen, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse sind eben nicht so, auch wenn wir uns das alle wünschen, dass es egal ist, welches Geschlecht wir alle haben oder wie viele Geschlechter es gibt oder so. Aber ich denke mal, die Verhältnisse sind eben nicht so und das muss doch irgendwie auch Berücksichtigung finden. Ja, ich meine, wenn ich da antworte... Can I just shortly... I just translate for Maria Tietze. So it was a contribution that she was surprised to hear both of your statements, because for her, she said that in her experience and in the experience of daily lives of women, there is a significant difference when experiencing the public realm, and that's one of the reasons she was wondering why we didn't address that and why the two of you didn't strongly address that. Ilke. Ja, ich denke schon, dass sich die Gesellschaft schon langsam auch ein bisschen ändert, und was ich ausdrücken wollte, dass ich nicht Architektur in zwei Kategorien sehen möchte, in einer Männer- und einer Frauenarchitektur. Das heißt nicht, dass natürlich Frauen speziellen Fokus oft haben auf Dinge, die vielleicht Männer nicht mitbringen. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich meine, ich denke mir, Frauen sind Multitasking, das wissen wir, Männer sind da weniger. Aber ich will dieses Mann-Frau-Rollenbild, finde ich, einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, wenn wir Architektur stärken wollen, die Position der Frau stärken wollen, dann ist es nicht gut, wenn man uns immer in eine Ecke drängen lassen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht einen speziellen, aber ich meine auch, weil Sie haben gerade gesagt, Frauen sind mehr mit den Kindern und sind nicht so privilegiert wie Männer, was zum Teil ja stimmt, keine Frage. Und es gibt noch viele Dinge, die wir aufarbeiten müssen. Nur wenn ich mir in meinem Büro das anschaue, da sind viele junge Väter, die sich sehr wohl mit ihren Kindern auf die Spielplätze begeben und sehr wohl auch ihre Sicht der Dinge haben. Also ich finde das irgendwie, dieses Schwarz-Weiß, so oder so, finde ich für mich, kann ich nicht finden, das ist so ihrem Statement. Ich will jetzt nicht sagen, es ist alles gut, aber es ist auch nicht alles schlecht, und Frauen denken nicht komplett anders wie Männer. Ich habe auch Frauen in meinem Büro, die eher in einer anderen Position sind und die relativ tough hier Positionen einnehmen, wo man denkt, das könnte eine männliche sein. Also ich kann es jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Sorry, dass I don't respond in English, because it was a little bit... But I can say something. I must say I never started any work of mine by saying I do it because I'm a woman. I'm doing things because I'm a human being. And of course we all have our backgrounds and histories and baggage and... You know, Michelangelo also had parents, I also had parents, you know, who were writers, I don't know. So I think it's the work testifies for itself. And I would like to, I have maybe another thought which was, which is actually not about women, but I thought, why do other people not strongly suggest that we should change professional discourse in design? Like if design is so much still focused, of course universities are changing, but it's so much still focused on this objectification and dimensions and so on, which is actually a very beautiful academic knowledge of the 20th century, but we are completely someplace else. So for me, again, going to back to Soweto project, it was a big surprise to understand at the very end that why the project was successful with the local community, because it started to heal the trauma of public space that they experienced since apartheid, because they were not allowed neither to use the public space, sit on a bench,
or use the public sphere, which means they were not allowed to vote. So, you know, like actually to be able to step down and to think about other ways of talking about our profession, I think it's very important. And maybe it's not about being a woman or not, but I think we should somehow think in this direction to push for more ways of ways of doing design, architecture, and art at the same time. Thanks. One last chance to share something. Kurt, please go ahead. I just wanted to come back to what you said, because I think there was a little misunderstanding. There are a lot of topics that men can learn and they do learn, but they wouldn't do better if they wouldn't have the influence or the experience from females' vision and side. Like, especially in public space, how does public space have to be created so that, for example, girls, young women, are not pushed to a corner? How this is something you have to learn, you have to hear, and then you can learn it and make it better. There are areas where that might be dangerous, and you might not think about it if you have never been in a situation like this. If you talk to somebody who has been in a situation like this, you can take this experience and say, okay, I understand, and I can make it better. So I think there's a lot of topics that really make a difference if you are a man or a woman, especially in the public space. But it doesn't mean that you have a different approach. It's just about the topic has to come up and you have to learn about it and then you can make it better. This is what I think. Thanks, Kurt. And for moving on to the second panel, I think you wanted to share something, Sabine, and that might be... Just a final thing. I think that we are over that public space cannot be used in the same way by boys and girls, and most of the violence is happening in private spaces, and women are murdered in private spaces and not on the street, and this is where we should work on. So thank you very much. You see, this is still a discussion coming from different perspectives, different qualities, and I think especially coming from working in a lot of developing countries, it's also a different state of transformation, of culture, of inclusion we see globally. And this is why it's lovely to have this discussion going on from different perspectives. So thank you very much. And with this, we will have a 15-minute break before we move on to the second panel. I invite you to enjoy your break, go outside, but however, may I ask you, when you move around, please keep your masks on, and please remember food and drinks only while seated due to Austrian COVID laws. Thank you very much.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück nach der Pause. Nun zum zweiten und letzten Teil, zum zweiten Panel unseres Symposiums Frauen bauen Stadt, The City Through a Female Lens. You can still hear the brown bags, which are in our case white bags, and the sound of our lunch boxes. So thank you also wherever you're sitting in remote mode and listening and joining us tonight. Welcome back again. Im zweiten Panel wollen wir aus ganz unterschiedlichen Disziplinen der Architekturpraxis, der Architekturtheorie, der Kunst, der Kultur, auch der Reflexion, der Forschung und der Medien auf Frauen bauen Stadt einen Blick werfen. Keine Angst, all diese Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, es wird nicht so sein, dass es für jede Sache einen eigenen Vortrag geben wird, weil dann würden wir um 6 in der Früh auch noch hier sitzen. Wir werden 3 kurze Impulse haben, bevor wir dann auch noch mal eine kurze Reflexion haben. Und den ersten Impuls wird Sabine Pollack für uns halten. Sie ist Architektin im Wiener Architekturbüro Köber und Pollack Architektur, Professorin für Urbanismus an der Kunstuniversität in Linz. Und bevor sie in Linz war, hat sie am Wohnbauinstitut in Wien an der TU Wien unterrichtet, war eine meiner Professorinnen. Sie war sehr streng. Ich kann mich erinnern, sie hat mir meinen ersten Wohnbauentwurf, auf den ich wahnsinnig stolz war, eine Laubenganggangerschließung mit 3-geschossigen Maisonettwohnungen, keine Ahnung, wer das braucht, ich war wahnsinnig stolz darauf, hat sie mir zurückgeworfen und hat gesagt, das geht nicht. Das ist zwar total schön, aber kill your darlings. 3-geschossige Wohnungen sind nicht praktikabel. Dann habe ich nochmal fast vom Neuen angefangen und habe am Ende andere 3-geschossige Wohnungen abgeliefert. Es ist kein Einser geworden. Aber ich bin weitergekommen. Also vielen Dank dafür, dass ich kein nicht genügend bekommen habe. Sabine Pollack hält für uns heute einen Vortrag. Sie beschäftigt sich im Gegensatz zu mir nach wie vor mit Wohnbau und wird unter anderem auch für die IBA Wien 2022 ein Projekt Quartier an der Schanze beitragen. Sabine, wir freuen uns auf deinen Impuls. Bitte schön. Ich könnte noch ganz andere Geschichten von Projekten mit dem Wojciech erzählen, aber das mache ich anderes Mal. Lustige Sachen. Ich bin gar nicht Architektin, so dürft ihr mich gar nicht nennen, aber ich bin Teil einer Arge, Köb und Pollack, eben meistens Schmöger Architektur. Das heißt, Wohnbauten machen wir gemeinsam mit Alex Schmöger, mit unserem Büro, und ich unterrichte an der Kunstuniversität in Linz, und da gibt es auch eine Lehrveranstaltung, die heißt genau so, nämlich Stadtraum Geschlecht. Im Hintergrund ein großes Projekt, wo wir vor ein paar Jahren beteiligt waren, es ist auch hier in der Ausstellung, diese kleinen getupften Erkerbauten im Hintergrund in der Oase 22. Denke ich, unglaublich engagierter Städtebau, nicht von uns, von einem anderen Büro, der es ermöglicht hat, dort ein gutes Projekt zu machen. Städtebau ist fast alles, finde ich. Ich bewege mich immer zwischen den Disziplinen und kann nichts so richtig, sage ich immer. Das heißt, ich forsche, schreibe, unterrichte und bin dann auch noch Teil einer Architekturpraxis, wo wir in Wien immer noch eigentlich fast nur mit Wohnbau befasst waren, in anderen Bundesländern noch mit anderen Dingen. Aber Wien, da war es sozialer Wohnbau, und das ist gut so. Die Uni hat dann ermöglicht, dass ich mich theoretisch beschäftigen konnte mit den diversen Fragen, wie zum Beispiel ein Buch, das im Zuge eines Projektes der Wiener Wohnbauforschung entstanden ist, immer noch eine super Möglichkeit hier zu reflektieren, was man eigentlich so baut, das Buch über Wiener Typologien. Ich habe mich in dem Buch Kochen, Essen, Lieben mit den Praktiken des privaten Wohnens auseinandergesetzt, also mit dem Kochen, dem Essen, dem Lieben und noch anderen Dingen, die man so macht in den Wohnungen. Und das Buch Weiblichkeit und Wohnen in der Moderne, das war zugleich mein Habilitationsbuch, und das hat mich dann auch eigentlich zu unserem ersten Wohnbau in Wien geführt. Das heißt, da habe ich mich auseinandergesetzt ganz stark mit dem
eben dem Verhältnis zwischen Gesellschaft und Raum und habe mich gefragt, wie kann das sein, dass immer Frauen mit Wohnern verbunden wurden und sie haben den Wohnbau repräsentiert, sie waren damit befasst, aber gebaut haben sie ganz lange nicht. Und bis ins späte 20. Jahrhundert waren immer nur Männer am Bauen vom Wohnbau hauptsächlich beteiligt. Und ich habe dann eben unterschiedliche Dinge in diesem Buch untersucht. Eine Frage oder ein Statement von Simone de Beauvoir, das man natürlich kennt, finde ich immer noch ein unglaublich wichtiges. Man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird zur Frau gemacht. Judith Butler hat dann das noch in einer besseren Formulierung noch schärfer gesagt. Sie hat gesagt, geschlechtliche Identität braucht einen ziemlich komplexen und vielfältigen Rahmen, der besteht aus der Erziehung, der Sprache, der Bildung, der Kultur, allem der Nation, wo man herkommt, alles Mögliche. Und da gehört für mich eben auch die Architektur dazu. Das heißt, ich finde, dass Architektur durchaus daran beteiligt ist, wenn es um eine geschlechtliche Identität geht. Das heißt, meine These war, Architektur macht auch Geschlecht und das Zimmer der Dame, das typische oder das Boudoir, das man da hier sieht, die haben nicht deswegen so kleine zierliche Möbel und keinen großen Schreibtisch, weil die Frau nicht denken kann und nicht arbeiten kann wissenschaftlich, sondern umgekehrt, sie soll eigentlich gar nicht dazu gebracht werden. Also Wohnbau ist sowas wie eine Maschinerie, die beteiligt ist an der Konstrukt von Gesellschaft und im weitesten auch an der Konstrukt von Geschlecht. Das war dann meine These. Kurz, Wien war immer wichtig für unsere Praxis, deswegen auch dieses Buch über die Wiener Typologien. Da haben wir untersucht, was gab es denn so an besonderen Typologien in Wien, so quasi vom Einküchenhaus bis zur Wohnmaschine. Das Einküchenhaus ist natürlich eine super Referenz, ganz wichtig, ein Wohnbau ohne private Küchen, wo Frauen nicht mehr kochen mussten, sondern unten im Erdgeschoss in ein Restaurant gehen konnten, im Heimhof. Oder die einzige Wohnmaschine eigentlich lange Zeit in Wien, Alt-Erla von Harry Glück, das so groß ist und so verdichtet ist und so stark verdichtet ist, aber dennoch gut funktioniert. Innengangschließung als eine durchaus überlegbare Option, das war so das Resümee daraus. Wir haben dann bei diesen Wiener Typologien auch ganz stark untersucht, was hat sich denn eigentlich geändert am Wohnen, was hat sich an Küchen geändert über diese ganzen Jahre oder Jahrzehnte, fast Jahrhunderte, und das Resümee daraus war eigentlich fast nichts, also erschreckend. Auch Wohnungsgrundrisse sind fast die gleichen geblieben und es gibt nur ganz, ganz wenig wirklich radikale Veränderungen im Wohnen, und das ist eigentlich eine erschreckende Erkenntnis. Ich unterrichte an der Kunst-Uni in Linz. Ich wollte kurz dieses Projekt zeigen vom letzten Semester von Eiling Gürel. Die Aufgabe war, ein Monument zu entwerfen. Studierende konnten sich selbst das Thema wählen, selbst den Ort wählen und dann eine Architektur dafür entwickeln. Und die Studentin hat es genannt, ein Monument für die Selbstliebe. Und es ist aber zugleich auch ein Mahnmal gegen weibliche Beschneidung, nämlich Beschneidung als ein europäisches Phänomen und Problem und nicht nur ein außereuropäisches. Das war dann die Struktur für ein sehr großes Monument aus Beton an einem Ort in Saint-Denis in Paris, wo das Problem sehr stark ist, vorhanden ist. Also wir haben auch eine Verpflichtung als Lehrende, soziale Themen anzusprechen, aber ich sehe es auch als meine Verpflichtung, durchaus auch experimentell forschend mit Materialien zu arbeiten und das irgendwie zusammenzubringen, finde ich interessant. Man hat mich gebeten, kurz auf das Projekt einzugehen, wobei das vielleicht eh schon alle kennen, aber trotzdem, für uns war es sehr wichtig, das entstand eigentlich gleich nach dem Buch über Wohnen und Weiblichkeit, das Frauenwohnprojekt Rosa Donaustadt. Nach diesem Schreiben hatte ich genug und wollte etwas bauen und habe mir gedacht, ich suche jetzt eine Gruppe von Frauen und wir bauen für diese Frauen ein Haus. Es gab gleich sehr schnell sehr viele Interessentinnen, aber wir haben sehr lange nach einem Grundstück gesucht, also es war nicht ganz so einfach, wie wir dachten. Aber vielleicht auch, um Bezug zu nehmen auf diese Frage von vorhin, bauen Frauen anders oder entwerfen sie anders? Natürlich überhaupt nicht, das würde ich nie wagen zu behaupten, aber es war für mich unglaublich
ich interessant, nur mit Frauen zusammenzuarbeiten. Also es waren im Höchstfall 120 Interessentinnen, mit denen ich mich getroffen habe, und wir haben dann doch jahrelang partizipativ, nicht mit allen, aber mit einer kleineren Gruppe, etwas entwickelt. Und das war anders. Das ist völlig anders, als wenn Sie in gemischten Gruppen sitzen oder nur in männlichen Gruppen. Das war meine Erfahrung. Die Referenz zu Wien habe ich schon erwähnt. Eine ganz wichtige Referenz war das Boardinghaus von Lilly Reich, das sie nicht gebaut hat, aber als 1:1 Apartment 1931 auf der Bauhausstellung in Berlin gezeigt hat. Wieder küchenlose Wohnungen, sehr offene, schmale, langgezogene Grundrisse und ein Restaurant im Erdgeschoss. Wir haben dann jahrelang gesucht nach einem Grundstück. Das war sehr, sehr mühsam, aber hat uns auch geholfen, inzwischen einfach weiterzuarbeiten mit der Gruppe. Und wir haben 30 verschiedene Workshops abgehalten. Da sehen Sie links die Themen, zu denen diese Workshops stattgefunden haben. Sind dann letztlich zu einem Grundstück gekommen. Die Stadt Wien hat uns das zur Verfügung gestellt. Das war so ein Restgrundstück, also über den Wohnfonds Wien, aber nicht durch einen Wettbewerb. Ein Restgrundstück, das sonst niemand haben wollte. Wir sind dann auch drauf gekommen, warum das sonst niemand haben wollte. Aber letztlich ist alles gut geworden und wir konnten dieses Haus bauen und es funktioniert eigentlich bis heute sehr gut mit diesen 40 Wohnungen, wo die Wohnungen prinzipiell von Frauen gemietet werden, aber wo durchaus auch einige Männer darin wohnen. Das Konzept war, dass eine innere Gangerschließung, also auch als Referenz zu Harry Glück, ein innerer, aber sehr, sehr breiter Gang, 3 Meter breit, riesengroß belichtet, die größten Fenster gehen in diesen Gangbereich raus und dieser Gang kann temporär für alles Mögliche verwendet werden, wie zum Beispiel hier für ein gemeinsames Frühstück. Im Schnitt sehen Sie dann diese orangene Zone, eigentlich der Kern des Ganzen. Das Wichtige ist der Gang, die Wohnungen sind gar nicht so wichtig, sondern die Gangzone wurde wichtiger als alles andere. Hier auch im Grundriss einfach noch einmal hervorgehoben, diese innere Straße könnte man jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen, 3 Meter Gang könnte sich niemand mehr leisten. Das war vor 10 Jahren, da waren die Preise noch anders, alles war anders. Gemeinschaftsräume, in dem Fall funktionieren sie super, weil sie auch jahrelang diskutiert wurden, was wollen wir wirklich haben, was können wir uns leisten und so weiter, sind im ganzen Haus verteilt und gehen dann bis aufs Dach hinauf zu einer Sauna und einer Waschküche und einem Dachgarten mit kreisrunden Beeten. Was ist jetzt anders an dem Projekt? An dem Projekt ist einfach anders, dass es mit Frauen entwickelt wurde. Die Grundrisse sind ein bisschen anders. Es gibt kein Wohnzimmer im klassischen Sinn, nur offene Wohnküchen. Es gibt keine Hierarchie zwischen Kinderzimmer und Erwachsenenzimmer. Alle Zimmer sind 3 Meter breit, sodass ein großes Bett Platz hat und man hat vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität als in anderen Projekten. Hier ein Blick auf diese Gangzone, die hier durch diesen Einschnitt in das Gebäude voll belichtet wird. Vorbezug und Nachbezug und vor allem nachdem das Ganze vollkommen verwachsen ist. Also wie gesagt, eine Erfahrung, die wir nicht missen wollen, mit diesen Frauen zusammenzuarbeiten, und vor allem hat uns dieses Projekt dann weitergeführt in eine Reihe von anderen Wohnbauten in Wien, was und eine Art und Weise, wie wir dann partizipativ auch auf andere Arten arbeiten konnten. Was uns super stolz gemacht hat, war, dass das Haus dann 2010 Johanna-Donau-Haus genannt wurde. Wir haben diesen Auszug, dieses Zitat von ihr als Schriftzug auf das Fenster von einem Gemeinschaftsraum positioniert. Die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft, es ist eine menschliche Zukunft, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und Weiblichkeitswahn. Zum Schluss noch ein Blick auf das, was uns im Moment gerade beschäftigt, das Quartier an der Schanze, ein, glaube ich, außergewöhnliches, großes Projekt, nicht unseres, sondern insgesamt dieses Quartier, das da entstehen wird im Norden von Wien. Momentan sieht es dazu aus, noch eine ganze Serie von großen, weiten, flachen Feldern mit Blick fast bis ins Zentrum hinein, weil es so eben ist, ganz nah an der neuen Donau, eine wunderbare Lage und wird ein relativ dichtes neues Quartier werden. Ich glaube, hier ist es besonders nachvollziehbar, wie wichtig der Städtebau ist und wie wichtig ein sehr engagierter Städtebau ist. Ohne den geht es einfach nicht. Wir haben dann
an diesem Wettbewerb teilgenommen und haben gemeinsam mit Frau Tscher-Lichtenwagner und dem Bauträgeraufbau hier letztes Jahr gewonnen. Das Ganze, und was ist so erstaunlich an dem Städtebau? Sie sehen hier den weißen großen Fleck, darunter die Neue Donau, ein sehr begehrtes Gebiet, wo eher Villen im Moment, große großvillenartige Gebäude entstehen. Und da kommt jetzt so ein sozialer oder geförderter Wohnbau hinein und ein dichtes Quartier mit sehr viel Anspruch, also ist nicht so ohne. Und was sehr klug gemacht wurde, es wurde ein Band, ein sogenanntes Ereignisband geschaffen zwischen Kagran und Floridsdorf, also zwei bestehende Zentren, die wurden durch dieses Band, sollen sie zukünftig verbunden werden, und quer oder normal dazu wird ein großes Grünband geschaffen und beide sind so leicht seltsam geformt, konisch, gehen wieder zusammen, auseinander wieder zusammen, und das ist so ein bisschen die Matrix für das gesamte Gebiet, das findet man immer wieder in verschiedenen Maßstäben und das macht das Ganze so interessant und vielfältig. Da entstehen von vornherein schon Brüche und Kanten und Schrägen und ich finde, das ist irgendwie, gibt dem Ganzen so ein nettes, angenehmes Auseinanderdriften. Es gab einen langen Vorab-Partizipationsprozess. Hier die Schlagworte, unter denen das jetzt so läuft und wie es gemacht und entwickelt werden soll, eine größtmögliche Durchlässigkeit, ein unglaublich hoher Erdgeschosssockel mit hohen Gebäudehöhen, mit vielen, vielen öffentlichen Funktionen, die noch etwas schwierig wären zu füllen vielleicht, aber da ist einfach eine große Ambition auch dahinter. Ein ganz neues, finde ich, Mobilitätskonzept mit Sammelgaragen, Mobility Points, und das Ganze läuft unter Alleinerzieherinnen. Also das war so das Motto für alle. Alle 11 Teams oder 11 Bauplätze mussten sich etwas für Alleinerzieherinnen überlegen. Und das war sehr interessant, weil das Ganze war ja ein dialogorientiertes Verfahren, einfach zu sehen, wie andere Büros und andere Teams das auffassen, dieses Thema oder alle diese Themen von Durchlässigkeit bis zu eben Wohnen für Alleinerzieherinnen. Und da sieht man die Jury, das Büro Raumpositionen, die da über dem Gesamtmodell sitzen und mit leicht angespannter Stimmung schon. Es war nicht immer leicht. Wir haben den letzten Sommer damit verbracht, also 2019 ist irgendwie draufgegangen mit vielen, vielen Meetings in unterschiedlichsten Stufen, aber ein sehr, sehr interessanter Prozess mit Arbeitsgruppen und also wirklich sehr engagiert. Und wenn man jetzt so auf dieses Modell schaut, da fehlen zwei Teile, weil die auch nicht unbedingt Teil dieses Wettbewerbs waren, aber man sieht vielleicht die Vielfalt, die vorhanden ist, schon allein durch den Städtebau, die Sockel, die geschaffen werden müssen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, wenn man dort auf der flachen Wiese ist, dass dort nicht eine 10-geschossige Häuserkante irgendwo sitzt, sondern dass es diese Abstufungen gibt. Wir waren dann an diesem unteren Projekt hier beteiligt und wir werden diesen Teil hier entwickeln, dort, wo das Projekt so feinkörniger wird und kleinteiliger wird, weil wir schon in Richtung Wasser hinuntergehen. Unser Konzept war, das Ganze aufzulösen in fast identische Kuben, so ein Schachbrettmuster, das dann auch wieder leicht aus den Achsen verrückt ist, zu erzeugen, das sich über die Hochgarage drüber zieht und dann hinunter Richtung Fluss langsam abflacht. Wir nennen das Wohnen mit Optionen. Wir schaffen eine Serie von sogenannten Optionsräumen, die unterschiedlich genutzt werden können, wo wir die Nutzung noch nicht festlegen, nicht sagen, das muss ein Gemeinschaftsraum für irgendwas sein, sondern das kann sich noch entwickeln und die werden hier unterschiedlich positioniert. So dann unser Konzept, überall dort, wo so eine Sprechblase weggeht, wird ein sogenannter Optionsraum geschaffen. So dann das Projekt, wie es hoffentlich aussehen wird, eine begrünte Hochgarage, darunter ein 6 Meter hoher Sockel in Richtung Straße mit urbanen Funktionen, in Richtung Hof mit einer Serie von Werkstätten, sowas wie eine große Werkhalle eigentlich, und obendrauf diese versetzten Kuben, die dann irgendwie so wieder einen anderen Maßstab wieder hineinbringen, hoffentlich.
Und wir sind dann mit zwei Projekten bei der IBA vertreten, mit IBA-Projekten quasi. Das eine ist die sogenannte Werkzone mit einer Quartierswerkstatt. Das ist unter der Hochgarage in Richtung Garten oder Wiese, gibt es eben diese 6 Meter hohe Zone, wo sich die Bewohner und Bewohnerinnen aus unserem Quartiersteil hier einen Raum mieten können, der 6 Meter hoch ist und entweder Minimum 3 Meter breit ist und hier das ausbauen können, also nutzen können als Werkstatt oder Büro. Am Eck vorn eine quartiersübergreifende Werkstatt. Und das zweite Projekt ist eine kleine Serie von Erdgeschosswohnungen, die auch 6 Meter hoch sind und die im Selbstausbau oder Selbstbau hier dann vervollständigt werden sollen. Also das sind so diese beiden IBA-Projekte. Bin gebeten worden, so Position zu nehmen, zu ein paar Fragen. Ich habe das mehr so was wie eine Wunschliste irgendwie gesehen und habe mir gedacht, ich kann mir jetzt 2 Sachen wünschen oder 3 Sachen wünschen. Ich würde einfach schauen, dass man mehr Frauen in das Bauen inkludiert. Dann kommt man auch zu mehr Utopien, nicht weil die Frauen anders denken, aber einfach weil es dann mehr der Diversität unserer Gesellschaft entspricht. Und ich glaube, dass da einfach automatisch mehr zustande käme. Ich würde Quoten einführen in ganz vielen Gremien und in ganz vielen, auch wenn es geht, in Planungsaufträgen. Es geht nicht anders, glaube ich. Ich würde mir viel weniger Straßen wünschen und viel mehr Grün. Das war mein letztes Bild und das Ende meines Inputs. Sabine Pollack, vielen Dank für den Vortrag, vielen Dank für die Wunschliste und für die Visionen am Ende, die hoffentlich sehr bald in Erfüllung gehen mögen. Mehr Frauen einbinden, mehr Utopien, auch mehr unterschiedliche Utopien zulassen, ist das, was sich in Österreich viele, viele Leute leider erst vor 100 Jahren gedacht haben. Wir werfen jetzt einen kurzen Blick zurück in die Geschichte. Ich habe Sabine Ries, wo bist du? Da bist du. Ich habe Sabine Ries kennengelernt vor, ich habe keine Ahnung wie vielen Monaten, vor 2 Jahren circa. Sie hat einen Vortrag gehalten im Margarete Schütterli-Hotzki-Raum bei einem Symposium unter dem Titel Pionierinnen und hat einen Blick zurück in die Vergangenheit geworfen, wie gesagt, leider erst 100 Jahre, über die Anfänge des Akademismus von Frauen oder anders ausgedrückt über die Anfänge dessen, seit wann Frauen in Österreich erst Architektur, Stadtplanung, Städtebau studieren dürfen und auch in die Anfänge, seit wann Frauen in Projekte tatsächlich wirklich auch erst mit einbezogen werden. Da waren einige schockierende, überraschende Zahlen dabei. Sabine Ries ist auch diejenige, die Katja Schächtner und mich in diesem Zyklus von Symposien und auch von Ausstellungen wissenschaftlich begleitet und ein strenges Argusauge auf unsere Arbeit wirft und unser Sparringpartner ist. Und ich bin jetzt neugierig auf deinen Exkurs von der Geschichte bis zu heute, wie Frauen in den Medien und auch in der Wissenschaft wahrgenommen und rezipiert werden. Sabine, bitteschön. Vielen Dank, Matik und Katja, für die Einladung hier am Symposium auch zu referieren. Das Thema, was wir besprochen haben, was da auch gut passen würde, wäre Stadtplanung und Städtebau aus weiblicher Perspektive in Theorie und Forschung. Ich möchte gern starten mit Zitaten von der Barbara Zibel zu 2 wichtigen Aspekten in diesem Themenfeld. Und das eine betrifft eben den Anteil von Frauen, die Beteiligung von Frauen in Planungsprozessen und das andere betrifft dann die Berücksichtigung von Frauenbelangen, von Alltagsbelangen, von genderspezifischen Aspekten in der Stadtplanung und in der Architektur. Und ich möchte gerne heute eine kurze Reise, eine geschichtliche Rückschau machen,
darauf, welche Visionärinnen, welche Aktivistinnen, welche Theoretikerinnen, Planerinnen und auch Akteurinnen in der Stadtplanung sich eingesetzt haben dafür, dass wichtige frauenspezifische oder alltagsspezifische oder genderspezifische Anliegen in die Planung unserer Städte einbezogen werden. Und ich möchte gern starten mit einem Rückblick darauf, wie lange, wie schon angekündigt, Frauen eigentlich schon oder erst in der Architektur tätig sind. Das ist jetzt so grob gesprochen in Europa circa 100 Jahre. In Amerika ist es etwas länger. In Finnland war es auch schon relativ früh, im 19. Jahrhundert. Grundsätzlich, wenn man rechts anschaut, wie sich dann der Frauenanteil entwickelt hat, das ist jetzt zweite Hälfte 20. Jahrhundert, dann sieht man, dass der sozusagen in der Nachkriegszeit noch sehr nieder war und erst in den 60er, 70er Jahren sich erhöht hat, bis er dann in den 90er Jahren circa zu einer Absolventinnenquote an der TU Wien von 33% geführt hat. Ein ganz kurzer Blick in die Geschichte des Architekturberufs, wie sich das für Frauen dargestellt hat. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es ja so, dass Frauen da in eine absolute Männerdomäne eingedrungen sind und so sind sie auch behandelt worden. Also sie wurden relativ wenig akzeptiert, ihre Kompetenz wurde in Frage gestellt, sie wurden eigentlich eher in dekorative Aufgabenfelder gedrängt und es gab tatsächlich nur sehr wenige Frauen, die da selbstständig tätig waren. Hier ein paar Beispiele zu den ersten Frauenbüros, die es da in Europa gab, Emilie Winkelmann 1907, das war sehr früh. Und dann auch Lux Guia, die bekannt ist, aber auch ein erstes reines Frauenbüro in England. Wenn man dann einen Blick auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts nimmt, dann, wie man in der Grafik vorher gesehen hat, da stieg der Frauenanteil im Studium an, international. Trotzdem muss man da resümierend sagen, dass Frauen, wenn sie in der Architektur tätig waren, selbstständig dann in Partnerschaften mit oft ihrem Mann oder mit einem männlichen Partner und dass sie insgesamt unterrepräsentiert waren in wichtigen Gremien, in der Stadtplanung, in Juries, in Wettbewerben, aber auch ihre Werke eigentlich nicht publiziert wurden oder kaum, beziehungsweise ihnen auch nicht zugeschrieben wurden. Wenn man dann auch an die Frauenanteile schaut, Ende des 20. Jahrhunderts hatten wir in Österreich ca. 10% Ziviltechnikerinnen, davon aber nur die Hälfte mit aufrechter Befugnis. Das war jetzt auch ähnlich in Deutschland. Kann man sagen, das sind alles Werte, die auch bis heute relativ international immer ziemlich ähnlich nieder sind. Und vielleicht ein kurzer Exkurs, wie haben sich Frauen organisiert, die dann eben sowohl im Beruf, aber auch noch während dem Studium mit diesem doch sehr männlich dominierten Umfeld konfrontiert waren. Es gab eben die Gründung von weiblichen Berufsverbänden ab den 1960er Jahren. Es gibt in Amerika zum Beispiel auch eine Women's School of Planning and Architecture, eine Summer School, wo wirklich die Frauen versucht haben, sich aus diesem männlichen Denkmuster oder wie geht man in der Planung vor, was ist wichtig, sich da herauszulösen und ihren eigenen Weg zu gehen. Noch ein paar schockierende Bilder zum Abschluss dieses ersten Themenblocks Ausbildung und Beruf im 20. Jahrhundert. Mit diesem Titel Snap Cheated, Erased the Scandal of Architectures in Visible Women, das war ein Artikel letztes Jahr, Guardian, glaube ich, gibt es einfach hier jetzt beispielhaft gezeigt, was alles so in den Medien auch gemacht wurde oder in der Öffentlichkeit, um sozusagen Frauen da sozusagen auszuschließen aus dem Berufsbereich oder ihnen nicht die Anerkennung zu geben, die sie eigentlich verdienen würden für ihre Arbeit. Ich gehe da gar nicht näher drauf ein, ich glaube, ich lasse die Bilder einfach wirken und würde dann übergehen in den Bereich Stadtplanung und Gestaltung in der Geschichte mit ein paar Beispielen, wie Frauen als, wie schon gesagt, Visionärinnen, Aktivistinnen und so weiter sich dagegen männliche, ich sag mal, Stadtplanungsambitionen und Stadtplanungspraxis aufgelehnt haben. Ich würde da auch sehr früh ansetzen, um auch zu zeigen, Frauen waren auch schon lange bevor sie studieren durften und auch eben nicht in der planerischen Praxis oder Theorie tätig waren, sondern eher aus dem feministischen Bereich kamen, damit befasst, Stadtkonzepte zu entwickeln, die
wie in dem Fall jetzt aus den USA in Zeiten des Frühsozialismus, die sich dann vor allem mit Neukonzeption von Gesellschaft, von Familie, von Wohnen und Wirtschaften beschäftigt haben. Und das sind Beispiele von Stadtutopien, wo die sozusagen Einfamilienhäuser oder Wohnhäuser rund um zentrale Hauswirtschaftsgebäude gruppiert waren, die eben Gemeinschaftsküche beinhaltet haben, aber auch Speisesaal und Wäschereien. Und rechts ein Beispiel, wo die Vision war, diese Wohnhäuser mit einem Tunnel, mit diesen zentralen Küchen und Waschhäusern zu verbinden. Und dieses Grundprinzip ist ja dann in Europa umgesetzt worden. Sabine Pollack hat das kurz vorher gezeigt, mit den Einküchenhäusern, sozusagen in einem kleineren Maßstab, hat man dann doch 33 Einküchenhäuser in Europa realisiert, die diesem Grundgedanken folgen, dass man die Frauen von der Hausarbeit entlastet. Es war dann ab der Zwischenkriegszeit ja die Stadtplanungspraxis der Moderne, von Männern konzipiert, Städte mit Großwohnsiedlungen, mit großen Verkehrsadern, mit Funktionstrennung. Und da möchte ich jetzt einige Beispiele zeigen, die wahrscheinlich viele von Ihnen kennen, von Akteurinnen, von Frauen, die dagegen Einspruch erhoben haben, die aufgezeigt haben, warum das nicht richtig ist und was eigentlich wichtiger wäre in der Stadtplanung für lebenswerte Städte. Und eine ist Jane Jacobs, die hat schon in Anfang der 60er Jahre das Buch Death and Life of American Cities verfasst. Sie war nicht aus der Planung, sie war Journalistin, Autorin und wurde zu Urbanistin und Aktivistin. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass Manhattan nicht zerstört wird durch eben diese schon angesprochenen männlichen Visionen von Stadtplanung sondern dass die Vierteln erhalten bleiben, dass die Menschen, die in den Vierteln leben, sozusagen am besten Bescheid wissen, was wichtig ist für ihre Vierteln, wie man sie lebendig erhält, wie man eine Community aufrechterhält, und hat sich eben auch sehr dafür eingesetzt, engagiert, dass eben da nicht Abriss betrieben wird und große Verkehrsadern durch Manhattan gelegt werden, sondern dass sozusagen, was auch heute eigentlich oder bis heute wichtig ist oder damals sozusagen auch international dann wichtig wurde, dieses Verständnis von einer nachhaltigen, quartiersbezogenen Stadtplanung mit Mischnutzung und Sozialkapital als wichtiger Faktor. 20 Jahre später hat dann auch noch Dolores Hayden, sie war dann Architektin und auch Schriftstellerin, auch wieder aufgegriffen, die Stadtplanungspraxis, die in den USA üblicher war als uns, mit diesen, als in Europa mit sehr urbanen Stadtzentren und vielen Villen, Suburbs rundherum, und hat auch argumentiert, dass die ganze Stadtplanung des 20. Jahrhunderts auf dem Prinzip basierte, dass eben Frauen zu Hause waren und sich sozusagen um all diese Belange kümmerten, während Männer dann eben in den Stadtzentren zur Arbeit gingen. Und sie hat sich dafür eingesetzt, dass diese Suburbs sozusagen neu organisiert werden, dass da auch Frauen im Alltag eine Urbanität haben, in dem sozusagen Alltagsnutzungsbedürfnisse stattfinden können. Und also das ist jetzt so der Exkurs weitaus nach Amerika, aber wir haben natürlich auch in Europa im gleichen Zeitraum dann die feministische Kritik an der Stadt der Moderne gehabt. Das war jetzt vorwiegend in Deutschland, so hat dann sozusagen auch auf Österreich übergegriffen. Die feministischen Kritikerinnen dort kamen aus den Reihen von praktizierenden Architektinnen, aber auch aus dem Forschungsbereich, aus den Universitäten, und haben sich auch zusammengetan und haben kritisiert, dass eben die Großwohnsiedlungen, die in der Nachkriegsmoderne entstanden sind, nicht den weiblichen Alltagsbedürfnissen entsprechen, unter anderem auch, weil sie eben von Männern geplant wurden, die mit diesen weiblichen Alltagen wenig zu tun hatten. Man sieht da unten auch eine Wortwolke aus den Publikationen der 70er und 80er Jahre, um welche Themen es da vorwiegend ging. Das also sehr auffälliges Wohnen, die Großsiedlungen, auch das Thema Frauenwohnprojekte kam damals auf.
Und es gibt zwei wichtige Zeitschriften, die Anfang, also rund um 1980 entstanden, sehr bekannte Zeitschriften, wo erstmalig Frauen mit ihren Beiträgen zu einer anderen und neuen Stadtplanung sich eingebracht haben. Das waren die Bauwelt 1979 und 8 Plus 1981. Die 8 Plus Ausgabe führte auch dazu, dass sich die Frauen sozusagen, diese feministischen Planungskritikerinnen, dann noch mehr gestärkt gefühlt haben. Und dann bei der IBA Berlin, also jetzt um meinen die IBA hier anzusprechen, bei der Veranstaltung, wir uns jetzt befinden, also bei der IBA Berlin 1984 bis 87 war ein Vorbereitungstreffen, wo 300 männliche Experten geladen waren und keine einzige Frau. Und bei diesem IBA-Treffen ist dann diese Gruppe, waren ca. 90 feministische Planerinnen und Wissenschaftlerinnen, haben sich dann Eingang verschafft und dort ihre Manifeste verlesen für eine frauengerechtere Stadtplanung und vor allem auch für die Beteiligung von Frauen in der Stadtplanung. Das ist auch jetzt der Übergang nach Wien. Wien hat dann im sehr ähnlichen Zeitraum auch schon die Ausstellung Frauenalltag in der Stadt, organisiert von Eva Keil und Jutta Kledorfer, organisiert. Und das Wichtige war auch in diesen ganzen Kontexten von Frauen und alltagsgerechten Planen und Bauen, dass man sich sehr viel beschäftigt hat mit den tatsächlichen Bedürfnissen von Frauen in der Stadt. Man hat sehr viele Umfragen gemacht, man hat das gut beforscht, man hat eben in dieser benannten Ausstellung dann auch all diese Dinge präsentiert und erstmalig auch wirklich gezeigt. Diese Ausstellung war relativ erfolgreich und hat ermöglicht, dass dieses Thema dann auch mehr in den Diskurs kam, auch mehr in die Öffentlichkeit kam, ins Bewusstsein kam. Was waren Forderungen von diesem alltags- und frauengerechten Planen und Bauen? Das hat sich jetzt auf städtebaulicher Ebene hauptsächlich darauf bezogen, dass im unmittelbaren Wohnumfeld es möglich sein soll, Versorgungseinrichtungen zu haben, auch Arbeitsplätze und Weiterbildung, wie wohl auch Gesundheitsvorsorge, Freizeitaktivitäten, Kultur- und Kommunikationsräume. Also das waren alles Aspekte der Stadtplanung, die eben damals im Städtebau der Nachkriegsmoderne noch nicht wirklich vorhanden waren. Das Ganze ist dann fortgesetzt worden im Gender Mainstream, Gender Planning, was EU-weit ab dem Millennium verankert wurde. In Gender Planning stecken sehr viele Erkenntnisse, die durch frauengerechte Planen und Bauen erhoben wurden, ermittelt wurden. Und Gender Planning geht sozusagen einen Schritt weiter. Also es ist nicht mehr nur die Zielgruppe Frauen im Mittelpunkt, sondern es geht um Bedürfnisse, was Raum betrifft, Stadtplanung betrifft, von allen Benutzerinnen mit all ihren Hintergründen. Und ein wichtiges Ziel von Gender Planning ist eben, diese gleichberechtigte Nutzung und Teilhabe von Räumen zu erzielen. Es geht vor allem darum, also Chancengleichheit und Gleichstellung zu schaffen für alle Beteiligten. Wichtig ist dabei im Planungsprozess, dass da schon sehr viele Akteurinnen mit einbezogen werden, dass eine Rundumsichtweise vorhanden wird oder eingeführt wird in allen Prozessen, Konzepten und Phasen. Rechts ein paar Kriterien zum gendergerechten Planen und Bauen. Und um sozusagen ein Good-Practice-Beispiel zu zeigen, wie das in Europa gerade gehandhabt wird, das ist Barcelona. In Barcelona gibt es eine Bürgermeisterin seit 2015, Ada Colau, und sie war ursprünglich auch Aktivistin und Autorin und hat sich sehr für soziale Rechte eingesetzt. Das ist insofern wichtig, weil sie da auch jetzt Barcelona, was Gender Planning betrifft und frauenspezifische Anliegen betrifft, auch sozusagen sich da sehr einsetzt. Es gibt dort auch eine Stadtplanerinnengruppe, die eben die Bedürfnisse von Frauen im Alltag untersucht und entsprechende aus diesen Alltagserfahrungen sozusagen Kriterien für Räume kreiert und nach entsprechenden sozusagen Kriterien dann auch Maßnahmen umsetzt. Das Thema Gender und Klima ist ein wichtiges. Mobilitätsverhalten von Frauen ist ein anderes als von Männern. Das weiß man, und auch das alles wird jetzt versucht in Barcelona umzusetzen. Und dann noch ein Beispiel aus New York. Da geht es auch wieder um diese Ebene weibliche
Entscheidungsträgerinnen in verantwortungsvollen Stadtplanungs- und Stadtverwaltungspositionen. In dem Fall gab es Amanda Burden und Janet Sadiq Khan, die dafür verantwortlich waren, in den letzten 20 Jahren in New York Parks, brachliegende Hafen, also Parks zu generieren, brachliegende Hafenflächen aufzuwerten. Die Highline ist ein Projekt, das in dem Zeitraum entstand. Times Square wurde zu einer Fußgängerzone und es wurden 400 Kilometer Radwege angelegt. Also das sind alles Beispiele für eine alltagsgerechte Stadt, die Qualitäten auch im Nahbereich bietet. Und damit würde ich jetzt zum dritten Block übergehen. Wie bilden sich diese Bemühungen gerade ab in Forschung, Öffentlichkeit und Medien? Es sind kürzlich zwei Bücher erschienen über Theoretikerinnen im Städtebau, Theoretikerinnen in der Stadtplanung, was einfach auch wichtig ist, was die Pionierinnenforschung betrifft, dass aufgezeigt wird, welche Leistungen haben Frauen schon gebracht, auch wenn sie sozusagen nicht umgesetzt wurden, aber auch auf theoretischer Ebene wurde an der ETH Zürich da einiges gefunden aus alten Quelltexten und veröffentlicht in den letzten Jahren. Was auch wichtig ist, Gender Planning ist jetzt 30 oder fast 30 Jahre alt. Auch dazu gibt es Bücher, die sozusagen diesen Status quo im Gender Planning in Europa aufzeigen. Doris Damjanovic ist hier im Publikum. Sie hat, sie ist Mitautorin oder Herausgeberin des Buches ganz rechts, Gendered Approaches to Spatial Development in Europe. Ganz wichtig wird auch immer mehr in der Forschung, aber generell natürlich auch in der Umsetzung, die Verbindung von Gender-Themen und Klima. Bei den UN-Nachhaltigkeitszielen sind die Ziele 5, 11 und 13, also in dem Fall Geschlechtergleichheit, nachhaltige Städte und 13 mit Klimaschutz, für diesen Themenkomplex hier sehr wichtig. Die Weltbank hat nach 30 Jahren Gender ein Handbuch veröffentlicht, Gender-inklusive Urban Planning Design, wo sie auch klar aussagen, dass nur 10% von den großen Planungsbüros dieser Welt sozusagen Frauen in Führungspositionen haben, also entsprechend der Frauenanteil von Akteurinnen in der Planung ein sehr geringer ist und dass es natürlich Auswirkungen hat auf die Planungspraxis unserer Städte. Wenn man anschaut, welche Medienrezeptionen gibt es, also das Thema weibliche Stadtplanung, Frauen und Stadt, Diskriminierung von männlicher Stadtplanung, das ist ein wichtiges. Also wenn man da schaut, findet man einiges dazu. Also es gibt es mittlerweile in vielen Ländern haben das aufgegriffen. Und wenn man jetzt noch einmal zurückgeht zum Frauenanteil, wer sind die Akteurinnen in der städtischen Gestaltung, wie sieht es da aus mit dem Status quo, dann ist es zum Beispiel so, dass eine Plattform in den USA, wo fast 90% aller Planer und Planerinnen erreicht werden oder damit zu tun haben, die machen alle 10 Jahre eine Umfrage zu den einflussreichsten Urbanistinnen. Und da ist jetzt gerade aktuell so, dass von 100 Urbanistinnen 17 Frauen genannt werden, an erster Stelle eben Jane Jacobs. Also das ist auch gegenüber vor 10 Jahren, da waren es nur 9, die genannt wurden. Also man sieht, das ist ein Thema, das auch ins Bewusstsein kommt, dass es da Stadtplanerinnen gibt und Frauen in der Planung, die da wichtige Beiträge geleistet haben. Der Frauenanteil in der Planung, in der Architektur ist zwar schon besser als im 20. Jahrhundert, aber immer noch so gering, beziehungsweise er reduziert sich sehr im Karriereverlauf von Frauen, dass es sehr viele Initiativen gibt, Forschungsprojekte, um herauszufinden, was sind die Gründe dafür und wie kann man die Situation auch verbessern. Darunter sei eben genannt, links oben ist es Architect, das ist vom ACE, Architects Council of Europe, in die Wege geleitet, internationales Forschungsprojekt, wo sozusagen mit ganz vielen europäischen Ländern diesbezüglich kooperiert wird, sozusagen Erhebung, was sind Themen und Formulierung von Zielsetzungen, wie kann man den Frauenanteil erhöhen. Es wird auch viel in der Pionierinnenforschung gemacht, es geht auch darum, Frauen sichtbar zu machen, um, meine ich, Frauen insgesamt auch zu stärken in den Planungsprofessionen, damit sie sich auch ihrer Geschichte bewusst sind und sozusagen auch mit Role Models und in einer anderen Basis arbeiten können. Jetzt abschließend, wie schaut es sozusagen auf politisch-Verwaltungsebene aus mit dem Frauenanteil?
Das ist ein Ausdruck aus dem Gender Atlas Links. Das sind Gemeinden mit Bürgermeisterinnen, also mit Frauen in diesen Positionen. Das ist überschaubar. Das ist aus dem Jahr 2017. Also es ist alles sehr klein. Und rechts aus einer Masterarbeit, die bei der Elisabeth Aufhauser an der Uni Wien entstanden ist. Da geht es um die Geschlechterverhältnisse in der Stadtverwaltung. Und da ist es auch so, dass noch Handlungsbedarf besteht, um die Frauenanteile zu erhöhen, vor allem auch in den Gemeinderatsausschüssen zu Raumordnung und Stadtplanung. In den Entscheidungspositionen sind nur sehr wenige Frauen vertreten. Und damit, glaube ich, ist das in der Zeit abgegangen. Ja, danke schön. Sabine Ries, vielen Dank. Das funktioniert irrsinnig gut mit diesen Zettelchen, die man ab und zu da hinlegt. Insofern sage ich vielen Dank für die Disziplin, auch wenn es manchmal ein bisschen unfreundlich von meiner Seite wirkt oder komische Situationen herbeiführt. Wir kommen zum letzten Vortrag, zum letzten Impuls heute Abend, um etwas über die Rolle von Frauen, Stadt und das Rezeptionsverhältnis in der Gesellschaft zu verstehen. Ist es manchmal auch hilfreich, das eigene Milieu, um vielleicht nicht zu sagen die eigene Suppe, in der man schwimmt, ein bisschen zu verlassen. Und das wollen wir jetzt auch machen. Wir verlassen das Milieu Architektur und Stadtplanung im klassischen Sinne, wie wir das verstehen. Jetzt versuche ich, multitaskingfähig zu sein, es funktioniert einigermaßen. Und wir werfen heute einen Blick zum Ende auf Kunst und Kultur, und zwar konkret auf die Sparte Film. Janneke van Dalen ist Sammlungsleiterin im Österreichischen Filmmuseum. Katharina Müller ist Forschungsleiterin im Österreichischen Filmmuseum. Beide arbeiten in der gleichen Institution, wie wir gestern erfahren haben, nicht an der gleichen Adresse. Einmal Innenstadt und einmal Heiligenstadt. Und das Filmmuseum hat viele, viele, viele Expertisen und viele Sammlungen. Eine davon ist eine Amateurfilmsammlung, die im Filmmuseum seit den 60er Jahren bis heute aktuell gesammelt wird. Und welche Rolle hier die Frau in der Stadt, die Frau in der Rezeption, die Frau im Bild spielt, werden uns Janneke van Dalen und Katharina Müller uns jetzt erzählen. Auch hier gleiche Spielregeln, 20 Minuten. Ihr teilt euch das möglichst fair und gut auf. Wir freuen uns auf euren Beitrag. Bitte schön. Schönen guten Abend. Herzlichen Dank an Katja und Wojtek für die Einladung. The City Through a Female Lens. Im Österreichischen Filmmuseum befassen wir uns naturgemäß mit dem, was vor und hinter der Linse passiert. Und wir haben einen beachtlichen Bestand an Stadtaufnahmen, die Sie eben so noch nicht gesehen haben, nämlich private Aufnahmen aus der Zeit von Ende der 20er Jahre bis heute. Sammeln tun wir sie seit 1964. Sie haben ein Medley daraus gesehen in den Pausen und ich glaube, es kommt auch noch einmal aus unserer Amateurfilmsammlung und ich freue mich, an meine Kollegin Janneke weiterzugeben, die jetzt ein bisschen was über diese besondere Sammlung erzählen wird, bevor ich dann auf die Beforschung dieser Sammlung eingehen werde. Vielen Dank. Genau aus der Perspektive des Themas dieser Veranstaltung, The City Through a Female Lens, werden wir einen Einblick bieten in die Filmsammlung und ihre Vermittlung. Und wir fokussieren uns dabei spezifisch auf einen Teil der Sammlung, so wie Sie schon gehört haben, die Amateurfilm. Und noch spezifischer Amateurfilm von Frauen. Welche Blicke, Blickwinkel und Perspektiven von Frauen sind in die Filmsammlung auffindbar? Und wie könnte man diese Perspektive herausheben und vermitteln? Die Sammlung des Österreichischen Filmmuseums ist eine Sammlung von Perspektiven. Das Filmmuseum sammelt, konserviert, bietet Zugang und stellt aus und vermittelt Film als Kunstform und als zeitgeschichtliches Dokument. Seit seiner Gründung in 1964 haben sich einige Sammlungsschwerpunkte entwickelt, sowohl in die Breite als auch in die Tiefe. Und die Filmsammlung zugänglich zu machen, ist uns sehr wichtig.
Die Sammlung ist ein Ort der Entdeckung, soll ein Ort der Entdeckung sein, mit endlosen Möglichkeiten und Perspektive. Sie soll lebendig sein und auf unterschiedlichsten Weisen zu erforschen. Sammlungsgegenstände neu zu sehen, sie neu zu interpretieren, neu zu verknüpfen, gibt uns die Möglichkeit, andere Geschichten zu erzählen und vielleicht andere Zukunft, damit andere Zukünfte vorzustellen. Eine Sammlung, in der das ganz aktiv passiert, ist die Amateurfilmsammlung. In den letzten 2 Jahrzehnten hat Amateurfilm mehr Aufmerksamkeit bekommen als kulturelles Erbe, wichtiges kulturelles Erbe. Auch international und im Filmmuseum ist es zu einer der Schwerpunkte der Sammlung geworden. Während Filmarchive früher eher die großen Werke des Kinos, also große etablierte Werke des Kinos gesammelt haben, sehen sie jetzt ein, dass auch die Filmpraxis von Privatpersonen ein sehr wichtiges Erbe darstellt. Also Amateurfilm, damit meinen wir Filme von Privatpersonen, oft gefilmt auf Schmalfilmformate, 8 mm, Super 8, 9,5 mm. Manchmal dazu gedacht, nur im Familienkreis zu zeigen, manchmal auch viel ambitionierter in einem Kontext von einem Amateurclub entstanden und auch gezeigt. Diese zeithistorischen Dokumente bieten wichtige Einblicke in die persönlichen Beziehungen innerhalb der Geschichte, also in den Alltag, Freizeit, aber auch größere Veränderungen in der Politik, der Gesellschaft und soziale Verhältnisse. Und wir als Archivarinnen haben die Aufgabe, die Filme zu katalogisieren und auffindbar zu machen natürlich, aber wir können auch steuern und darauf hinweisen, mit Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Studierenden darüber reden und ihnen Themas anreichen. Und in den letzten Jahren versuchen wir das aktiv zu machen mit der Amateurfilmpraxis der Frauen, um diese Arbeit ans Licht zu bringen und diese Arbeit zu zeigen. Die Amateurfilmpraxis scheint ein sehr stark männliches dominiertes Feld zu sein, aber war die Amateurfilmpraxis männlich? Das ist eigentlich die erste Frage, die wir uns stellen. Und also eine wichtige Arbeit, die wir machen beim Sammeln von Amateurfilmen, ist die Kontexterfassung. Also für Amateurfilme gibt es oft keine Dokumente, die dokumentieren, also die etwas über den Film erzählen. Wir müssen das herausfinden durch die Geschichte von Übergeberinnen. Also wir machen immer ausführliche Interviews. Und in diese Interviews, durch diese Interviews unter anderem, sind wir mehr und mehr überzeugt davon, dass Frauen viel mehr beteiligt an der Produktion waren, als wir vielleicht bisher gedacht haben. Die Frage nach Autorenschaft ist auch nicht ganz einfach bei Amateurfilmen, weil oft war es eine Gemeinschaftsarbeit. Der Schnitt hat die Frau die Schnitt gemacht, zum Beispiel der Mann der Kamera geführt und das auch gewechselt. Also das war wirklich eine Gemeinschaftsarbeit. Diese Veranstaltung gibt die Gelegenheit, einige dieser Filme von Frauen aufzuheben und zu zeigen. Wir haben gesucht in unserer Sammlung nach Stadtbildern in Amateuren von Frauen. Die Stadt im Amateurfilm generell ist oft im Hintergrund. Also oft werden Privatorte gefilmt, im Garten, Wohnzimmer, auf dem Balkon, im Gasthaus. Aber manchmal ist die Stadt auch im Vordergrund. In Urlaubsfilmen zum Beispiel, Stadtporträts sind ganz populär, wo die Stadt sogar der Hauptdarsteller ist. Und was wir auch oft antreffen, sind Filme, die einen Prozess, eine städtische Entwicklung dokumentieren, eine Baustelle, etwas wird gebaut oder abgebrochen. Die Ausschnitte, die wir am Anfang gezeigt haben und die, wie ich verstanden habe, auch jetzt noch gezeigt werden, geben
ein paar Beispiele von unterschiedlicher und persönlicher Weise auf die Stadt porträtiert wird. Und es gibt eine schöne Verbindung und Übergang vom Privaten zum Öffentlichen. Eine Kamera, die nur dokumentiert, aus dem Fenster zum Beispiel, aber dann auch aktiv wird auf der Straße. Im Film So leben wir, wird die Wohnung und der Wohnraum dokumentiert. Von der Straße aus gefilmt und dann aus dem Fenster gefilmt. Ein Ausschnitt aus dem Film Renovierung Karolinengasse, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie eine Veränderung dokumentiert wird und die zugehörige Arbeit der Personen, die daran beteiligt sind. Und in dem Film Ums Freiwerde hätte es ja gehen sollen, von der Schauspielerin Elfriede Iral, wird die Stadt gefilmt mit dem Ziel, der Blick der Mutter darzustellen, zu verbilden. In dem Film Parfumerie wird der Weg zum Werk, zu der Arbeit von Frau Bezenke gefilmt. Und wir sehen auch eine aktivistische Kamera, wenn die Aktion auf der Straße gefilmt wird, eine Demonstration im letzten Fragment. Also diese Auswahl ist jetzt nur ein Abriss, eine weit umfangreiche Sammlung. Meine Kollegin Katharina Müller wird mir über die kuratorischen Aspekte zu den Filmen erzählen. Ja, vielen Dank, Janneke. Das Österreichische Filmmuseum sammelt seit seiner Gründung 1964, ich habe schon gesagt, private Filme. Das sind ungefähr circa 7000 Titel, die wir da haben, hauptsächlich 8mm Super 8 Film. Und da ist wirklich alles dabei. Also das ist Kraut und Rüben, das ist Familienfilm, fiktionaler Film, Reisefilme, erotische Privataufnahmen, Schminktutorials aus den 70er Jahren, alles, was man sich vorstellen kann. Ich habe mich mit der künstlerischen Beforschung dieser Filme befasst. Bevor ich dazu komme, vielleicht ein sehr wesentliches Detail, nämlich 7% davon, wie sich mit Erhebungen meiner Kollegin Stefanie Ziengel aus dem Archiv schätzen lässt, sind von Frauen gemacht. Also es sind tatsächlich nur 7%, 13% ungefähr unter der Beteiligung von Frauen entstanden, also Frauen und Männer. Die Frage ist jetzt aus der Perspektive der Forschung und auch der Vermittlung, was macht man mit diesen 7% hinsichtlich ihrer Bewahrung, vor welche Herausforderungen der kulturellen Aneignung stellen uns diese Filme, wie kann man mit diesen doch sehr kostbaren paar hundert Minuten, es sind so zwischen 600 und 700 Minuten Material privaten Films von Frauen, die wir haben in der Sammlung, umgehen. Was tut man mit diesen Filmen, die nicht unbedingt eine patriarchale Sichtweise jetzt vertreten, die aber jetzt zum größten Teil auch nicht streng genommen feministische Filme sind? Ja? Inwiefern zeigen uns diese Filme einen weiblichen Blick? Was ist überhaupt ein weiblicher Blick und so weiter? Ja? Das heißt, es ging uns vor allem darum, Sichtbarkeit zu schaffen und gleichzeitig eben über die Seh- und Wahrnehmungsweisen nachzudenken, die diese Filme in sich tragen. Ja? Also was macht man mit diesen oft schon sehr determinierten ideologischen Dimensionen dieser Filme? Ja? Stichwort Familienfilm, ja? Das sagt ja auch schon was über die Qualität dieser Filme aus. Inhaltlicher Art meine ich. Wenn man an ihre Bewahrung im Sinne einer Vermittlung denkt, ist sozusagen das bürokratische Konzept des Archivs überhaupt, also als patriarchale Institution par excellence, dem Korpus dieser Filme überhaupt angemessen? Vermutlich nicht, würde ich sagen. Das heißt, die Frage ist, wie könnte eine feministische und nicht hegemoniale Strategie zum Fortleben dieser privaten Filme von Frauen aussehen? Und da haben wir uns der Idee des sogenannten kuratorischen Aktivismus verschrieben. Das ist ein Begriff von Maura Rayleigh. Sie bezieht sich auf die Ausstellungspraxis in Kulturinstitutionen. Und ihr Programm habe ich da jetzt ganz
schnittig zusammengefasst, also Widerstand gegen Maskulinismus, Sexismus, Befragung weißer Privilegien, was natürlich ein sehr wichtiger Punkt ist, westlicher Zentrismus, also es gibt, wenn wir sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern, dann können wir hier ansetzen und anderes sehen und erleben, Bekämpfung von Homozentrismus, LGBT-Phobie und so weiter. Das heißt, wir haben über alternative Möglichkeiten der Bewahrung nachgedacht, und zwar der Bewahrung nicht nur im Sinn von drauf sitzen, sondern auch im Sinne von wahr werden lassen, also der Bewahrung dieser Filme außerhalb des patriarchalen Archivsystems, und sind zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht zielführend und vernünftig ist, zuerst einmal die Kontrolle über diese Filme abzugeben, in dem Sinne, dass wir sie nicht besitzen, sondern dass wir sie pluralistisch verschiedenen Interpretationen und Analysen unterziehen, und sind zu sowas gekommen, was man eine Counter-Archival Strategy nennen kann. In der künstlerischen Forschung kursiert dieser Begriff von Hank Slager, im Gegensatz zu dieser Idee des Archivs als Festung, wo sozusagen Wissensbestände schwer und sicher weilen. Das heißt, wir haben diese Filme aus der Hand gegeben, wir haben sie Studierenden der Akademie der Bildenden Künste weitergereicht und diese eingeladen, künstlerische Bezugnahmen darauf eben vorzunehmen. Das heißt, das sind Filme, Installationen, Performances entstanden, um andere Sichtweisen, unterschiedliche Sichtweisen darauf anzuregen. Natürlich auch solche, die die Codes und Geschlechterhierarchien der bürgerlichen Gesellschaft, der diese Filme mehrheitlich entstammen, ja, also Filme machen war, ist vielleicht jetzt nicht mehr so, aber ein teures Privileg auch, zu befragen. Das Ziel war es, sowas wie eine doppelte Sichtbarkeit zu schaffen, also einerseits eine Sichtbarkeit dieser Filme, aber andererseits auch eine Sichtbarkeit einer neuen Generation von Künstlerinnen. Kann man kurz sagen, dass das Wichtige an diesen privaten Filmen, und da kann man jetzt noch einmal fein differenzieren zwischen unter anderem Home-Movies, also sehr private Filme, und Amateurfilmen, wie Janneke schon angedeutet hat, der vielleicht in einem Club-Kontext entstanden ist. Also es gab Amateurfilmclubs damals noch, bevor es Handyvideos gab in Österreich. Das Wichtige an diesen Filmen ist, dass sie sowas wie mikrohistorische Evidenzen in sich tragen. Ja, das sind verdrängte, vernachlässigte, vergessene Aspekte der Geschichte oder Stadtgeschichte des kollektiven Gedächtnisses drinnen. Das heißt, diese Filme geben tatsächlich faktische, materielle Informationen darüber, wie etwa ein Stadtbild ausgesehen hat zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber auch sozusagen eine Idee davon, was so etwas wie Privacy zu einem bestimmten Zeitpunkt gemeint haben könnte. Ja. Vielleicht ganz kurz zu der Folie. Sie sehen links einen Filmausschnitt aus einem Film von Renate Schweiger, der heißt Meine Wohnung und zeigt auch genau das, nämlich ihre Wohnung, etwa 1975. Und rechts einen Videoausschnitt von Selin Karaman, einer Studierenden, die unter dem Titel Amateurin sein, Renate Schweiger besucht hat in ihrer Privatwohnung, also 2019, viele, viele Jahre später. Das ist derselbe Balkon, mit dem Grün, hat ganz gut funktioniert, ganz von selbst, wie man sieht. Und hat sozusagen sich auseinandergesetzt mit dieser Frau und ihrem Wohnraum als Beispiel. Das heißt, wir haben diese Filme digitalisiert und die Digitalisate dieser Filme von Frauen an Studierende des Fachbereichs für Kunst und Medien weitergegeben, das ist die Klasse Constanze Ruhm, zur Neubearbeitung eingeladen, und es ging vor allem um die Sichtbarmachung weiblicher Arbeit, und die Ausgangsfrage war, wie etwas, das gemeinhin als und oft abwertend als Amateurhaftigkeit bezeichnet wird, nun als künstlerische Strategie, ja, und politisch-feministische Haltung gefasst werden kann. Ja. Und da ist was Spannendes passiert, weil die Aneignung dieses Materials natürlich vor ethische Probleme stellt, sage ich jetzt einmal ganz vorsichtig, nämlich aufgrund der Intimität natürlich dieser Aufnahmen, weil man jetzt nicht so ohne weiteres den Blick der anderen
gleich ausstellen will. Was zur Folge hatte, dass die Mehrheit der im Zuge der Neubearbeitung aus diesem Footage gewählten Bilder eben keine Personen zeigt. Also es sind in diesem Projekt etwa 20 filmische installative Arbeiten entstanden. Die Mehrheit zeigt keine Personen, sondern eben tatsächlich Stadtraum, Wohnraum, Natur. Und sehr, sehr häufig, wenn man das so zusammenfasst, ist die Frage des Verhältnisses von öffentlich und privat aufgetaucht. Sehr häufig die Frage auch der Nutzung von Objekten, von Eigentum, von Enteignung auch, von Hausarbeit, wie wir es heute eh schon immer wieder gehört haben, und vielleicht in einem Update auch von Care-Arbeit, was ja auch eine sehr weibliche, sozusagen jetzt nicht nur weiblich im Sinn von Frauen betreffend, sondern auch sozusagen migrantische Personen betreffend. Aber auch sozusagen Themen aufgetreten, wie das, was die Kollegin schon angesprochen hat, nämlich der Umstand, dass Frauen in privaten Räumen ermordet werden zum Beispiel und so weiter. Eine Minute geht sich aus, danke für den Hinweis. Kurz zur kurzen Beschreibung dieser Folie. Das ist ein Videoausschnitt aus dem Film Safe Waters von Anna Barbieri 2020, die mit einem Originalfilmmaterial aus Adele Kraft Papua-Neuguinea von 1975 gearbeitet hat und sich mit sozusagen, wie sie sagt, mit Urlaubsenklaven und Ressorts als imperialistische und koloniale Outposts eben, die so wie also so architektonische Agents funktionieren, eben der westlichen Hegemonie beschäftigt hat. Ich zeige gleich einen Ausschnitt daraus, möchte ganz gern darauf hinweisen, dass wir diese Filme, die da entstanden sind, nächstes Jahr, Covid-bedingt erst nächstes Jahr, im Kino des Österreichischen Filmmuseums zeigen werden. Ich lade Sie gerne dazu ein, sich so ein bisschen up-to-date zu halten auf filmmuseum.at Forschung. Wir werden das auch ins Programmheft nehmen. In der Albertina präsentieren. Auf der Website finden Sie dann mehr dazu. Ganz kurz vielleicht noch ein Hinweis auch auf derselben Website zu unseren Stadtprojekten. Wir haben sehr, sehr viele Forschungsprojekte mit Urbanistinnen, Architektinnen gemacht, mit ganz unterschiedlichem Schwerpunkt, künstlerisch, nicht künstlerisch. Und damit entlasse ich Sie sehr gerne mit einem kleinen Ausschnitt aus der Betrachtung eines Footage-Originalmaterials. It is an island mingling in the simultaneity of landscape and geography, forming a distance between location and locality. The pool is placed as its epicenter, whereas the sea turns into background. Danke. Vielen Dank euch beiden. Darf ich zum kurzen Abschluss zur Reflexion? So, jetzt bin ich gerade ein Opfer meiner Multitasking-Unfähigkeit. So, ich rede zuerst und dann mache ich den Rest. Darf ich zum Abschluss zu einer kurzen Reflexion Sabine Pollack, Sabine Ries und Janneke van Dahl noch mal kurz zu uns auf die Bühne bitten? Ich habe mir einen Begriff aufgeschrieben, den ich so noch nie gehört habe und der mir sehr gut gefällt. Wird jetzt als Journalist in den aktiven Wortschatz aufgenommen. Also vielen Dank, vielen Dank Katharina, die mikrohistorischen Evidenzen. Fangen wir mal kurz damit an. Also auch wir filmen das ja heute, das wird gestreamt, das wird dokumentiert. Gehen wir mal davon aus, dass wir heute auch so eine mikrohistorische Evidenz produzieren. Wenn die Damen und Herren in 20, 30 Jahren
zurückblicken auf dieses komische, eigenartige Jahr 2020. Covid, alle rennen mit Masken herum, treffen sich auf der Bühne, reden über The City Through a Female Lens und hören sich so an, was da für Themen reflektiert und miteinander besprochen wurden. Was werden sich die Damen und Herren in 20 und 30 Jahren über diese mikrohistorische Evidenz des heutigen Abends denken? Ich gebe ein bisschen Zeit, um die Frage zu verarbeiten. Wer möchte denn anfangen? Sabine. Nein, ich wollte gar nichts sagen. Ich denke, das ist unfair, weil du hast das schon länger drüber nachgedacht, über die Frage wahrscheinlich, und hast eine Antwort. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja wie ein, als ob man einen Alien-Film sich ausdenken würde. Was denken Aliens, wenn sie auf die Erde kommen? Ja, die werden sich schon wundern. Klar, dass man damals noch darum reden musste. Seid ihr alle völlig wahnsinnig? Habt 100 Jahre schon, kämpft ihr um Gleichberechtigung und habt es noch immer nicht geschafft? Janneke. Ja, genau. Also ich hoffe auch, dass Sie denken, was passiert dort? Glücklich ist es jetzt anders. Das vor allem. Und Sabine? Ja, das ist so. Ich denke, wenn man sich jetzt beschäftigt mit der Situation vor 100 Jahren zum Beispiel, wie ging es da den Frauen in der Architektur, dann sieht man auch gut, wir haben Fortschritte gemacht, also im positiven Sinne würde ich das sehen. So eine Rückschau, gut, so war es damals und es ist heute anders und dementsprechend würde ich das auch in 100 Jahren sehen oder hoffen, dass es sich bis dahin auch wirklich verbessert hat, die Situation. Bleiben wir bitte gleich bei dir. Ich habe mir zu euren Vorträgen ein paar Notizen gemacht. Sehr stark in Erinnerung geblieben ist mir das eine Slide mit Robert Venturi und Denise Scott Brown. Er hat einen Pritzker-Preis bekommen, sie nicht. Das ist 1991. Man könnte sagen, 30 Jahre her, lange Zeit, wir haben viel gelernt. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Vor 8 Jahren, 2012, hat Wang Shu den Pritzker-Preis bekommen. Er leitet gemeinsam mit seiner Frau Luwen Yu das Amateur Architecture Studio in China. Also vor 8 Jahren ist das Gleiche passiert wie vor 30 Jahren. Sind wir weitergekommen? Sind wir nicht weitergekommen? Was ist es, dass uns da sozusagen diesen Stillstand aufoktroyiert? Also es ist ja erst seit 2001 offiziell so, dass Architektur-Duos gemeinsam Preise bekommen. Also 1991, wo Robert Venturi den Preis bekommen hat, war das offiziell noch gar nicht möglich, ja? Auch wenn er damals schon 22 Jahre lang mit Denise Scott Brown das Büro gemeinsam hatte, aber so hatte man argumentiert. Interessant wäre, wie man in diesem Fall vor 8 Jahren argumentiert hat, wo das ja eigentlich schon erlaubt sein sollte, offiziell. Was war eigentlich die Rezeption der Fachwelt auf diese zum Teil abgeschnittenen Fotos, wie im Fall von der Architektin, ich glaube Pölzig heißt sie, wie hat man damals darauf reagiert? War das ein Thema, weißt du das? Hast du da irgendwelche Informationen darüber? Also das war 1984, diese Ausgabe der Bauwelt, wo dieses abgeschnittene Foto erschienen ist, das eben ursprünglich aus 1930 war. Also dieses Richtfest vom Haus Pölzig, das Marlene Pölzig als Architektin errichtet hatte und nicht ihr damals sehr bekannter Mann, der Architekt Pölzig. Ich weiß nicht, wie die Rezeption in der Fachwelt war, muss ich gestehen, aber es ist einfach ein Muster erkennbar sozusagen. Und die Beispiele, die ich gebracht habe, sind ja auch erst am Ende des 20. Jahrhunderts gewesen, beziehungsweise BBC und die 5, beziehungsweise eigentlich waren es ja 6, aber dann nur die 5 britischen Architekten, das war auch in diesem Jahrhundert. Also es war nicht vor 100 Jahren, es war tatsächlich innerhalb der letzten 20 Jahre oder ein bisschen mehr sind diese Absurditäten oder ja, wie auch immer man das nennen möchte, ob es noch Teil der systematischen oder der strukturellen Benachteiligung von Frauen ist, Unsichtbarmachung, es ist schwer zu sagen, was passiert bewusst und was passiert unbewusst. Da müsste man im Einzelfall wahrscheinlich dann auch nochmal nachrecherchieren, um die Frage zu beantworten. Dankeschön. Janneke, ich habe heute Abend einen Einblick bekommen in eine Sparte, in der ich nicht so firm bin.
Wenn man sich die Amateurfilme, und ich habe von Kurt Hofstetter vorhin ein SMS zugeschickt bekommen, dass einer der Filme aus der Amateursammlung auch hier in der Ausstellung, da wird es schon hinten gezeigt, auch hier in der Ausstellung, und zwar im drüberen Raum zu sehen ist. Mhm. Schleichwerbung Ende, Klammer zu. Wenn man sich die Entwicklung dieser Amateurfilme anschaut in den letzten 50 Jahren, wie hat sich da die Position der Frau vor oder hinter der Kamera als Darstellung im Film in der Thematisierung verändert? Kannst du da etwas dazu sagen? Also der Film, das Amateurfilm hat sich sehr stark verändert in den 80er Jahren, also früher eigentlich schon mit der, wenn Super 8 verfügbar war, es war dann auf einmal viel billiger, und um zu filmen. Das hat auch sicher die Filmpraxis, diese Amateurfilmpraxis für Frauen ermöglicht damals. Also es gibt mehr Frauen, die auch dann ab dieser Zeit gefilmt haben. Bekommt ihr diese Amateurfilme heute auch noch zur Verfügung gestellt? Ja, also es gibt jede Woche oft mehrmals Leute, die zu uns kommen und ihre ganze Sammlungen übergeben, Sammlungen von Verwandten oder genau, also oder eigene Sammlungen. Das stelle ich mir zum Teil sehr schön und zum Teil auch ein bisschen mühsam vor. Es ist wie findet man sozusagen die Balance, oder wie findet man die Entscheidungskriterien zwischen einem gut gemachten, hochwertigen Amateurfilm, der einen Aussagewert hat, und einem Hochzeitsvideo? Ja, das ist eine gute Frage. Die Kriterien, die haben wir eigentlich nicht. Wir basieren also es ist eigentlich die einzige Sammlung, wo wir alles sammeln, aber die Grenze hat mit dem Material zu tun. Also wir sammeln nur Film, analoge Film, was schon eine Begrenzung ist, die wichtig ist. Mit Video und Handyvideos haben wir noch nichts, also da haben wir noch keine Entscheidung getroffen, wie wir damit umgehen. Da müssen wir wahrscheinlich schon eine Auswahl machen, weil es geht einfach nicht. Aber mit analoger Film ist es noch im Grenze. Aber gleichzeitig gibt es unglaublich, also wir haben unglaublich viel mehr, als wir in unserem Leben bearbeiten oder sichten können. Aber warum es wichtig ist, keine Kriterien da zu stellen, ist, weil es um ganz viel unterschiedliche, verschiedene Gründe interessant sein kann, Amateurfilm. Nicht nur, weil es gut gemacht ist, also das sind dann die Amateur-Club-Filme, die sind eigentlich oft sehr fad, weil sie so an bestimmte Regeln halten. Die Filme von Personen, die sich nicht an diese Regeln halten, wirkliche Amateure, sind oft viel interessanter, viel freier. Genau. Und auch Hochzeitsvideos. Ich meine, wenn man davon 200 hat, kann man wirklich auch Muster sehen und also Dinge entdecken, die man vielleicht nicht sieht in einem Hochzeitsvideo. Also es kommt darauf an, mit welcher Frage man die Sammlung begegnet und mit welcher Frage man sie erforscht, glaube ich. Dankeschön. Sabine Pollack, du hast uns relativ zu Beginn deines Vortrags einen Grundriss gezeigt, das Boudoir der Dame. Kleines Zimmer, kleiner Schreibtisch, welcher Umstand reagiert hier auf welchen? Und hast aber auch später in deinem Vortrag, wo du uns die Grundrisse gezeigt hast, also klassische Grundrisse von Geförderten oder von Mietwohnungen, gesagt, dass es erschreckend ist, wie wenig sich die Grundrissplanung verändert hat. Was hat sich denn verändert? Was hat sich in der Kultur verändert? Wie sehr hat sich Frau in die Grundrisstypologie, in die Planung von Bauwerken, von Wohnungen eingebracht? Weil das kleine Boudoir gibt es ja in dem Sinn heute nicht mehr. Nein, natürlich, das ist weggefallen aus ökonomischen Gründen und Platzgründen. Die Küche, ich glaube, es hat sich nur die Küche verändert.
Schlafzimmer sind immer die gleichen, sind möglichst klein, kleines Fenster. Und die Küche ist immer so der Brennpunkt. Und dort, wo die Küche positioniert ist, so fängt man ja meistens auch irgendwie an, einen Grundriss zu zeichnen. Man fängt mit der Küche an oder, wenn es einmal so nett ist, mit der Treppe. Aber eigentlich mit der Küche, weil die ganzen Anschlüsse und alles, und dann gruppiert sich das Bad herum. Und die Küche war schon immer Diskussionsort und Austragungsort und da, wo die Geschlechter aufeinander geprallt sind, oder? Machst auch einmal was in der Küche oder kannst nicht auch einmal kochen? Und je offener die Küche ist, desto mehr werden andere Leute auch animiert zu kochen, nicht nur die Frauen, so zumindest die These immer. Jetzt werden die Küchen eher wieder auch abgetrennt, aber ich denke, das ist so immer der größte Spielraum gewesen in den letzten Jahren. Wo und wie ist die Küche, wie offen ist sie, gibt es ein Wohnzimmer, ein richtiges oder nicht? Danke sehr. Du hast deinen Vortrag geendet mit Städtebau ist was sehr Wichtiges in der Architektur, und das würde ich gerne aufgreifen für die Schlussrunde. Also wenn wir jetzt vom Maßstab Küche, vom Maßstab Wohnung hinausspringen in die Stadt, Maßstab Stadt, würde ich euch gerne fragen, wir haben heute unterschiedliche Vorträge gehört, ihr habt sehr unterschiedliche Blickwinkel auf die Stadt, sehr unterschiedliche Blickwinkel auf die Architektur und auch auf die Geschichte gebracht. Wie könnt ihr von den jeweils anderen zwei Vorträgen auf eurem Podium und auch von den Positionen vor der Pause im ersten Panel, wie könnt ihr von den Beiträgen und von den Sichtweisen der Speakerinnen heute lernen und profitieren? Also inwiefern hat euch der Blick über den Tellerrand, wir reden immer über Interdisziplinarität und über Kollaboration, wie hat euch heute der Blick über den Tellerrand zu den Vorträgen der anderen inspiriert? Was habt ihr erfahren? Was habt ihr gelernt? Was war vielleicht Neues oder Überraschendes dabei? Wer möchte anfangen? Ich fange an. Bitte schön. Ich habe gelernt, wenn ich einen nochmal starten könnte, würde ich Archivarin im Filmmuseum oder so werden. Ja, ist ja unglaublich, womit man sich auseinandersetzen kann. Das ist toll, ja. Und dann nicht mehr auf Baustellen rumstehen und mit irgendwelchen Installateurinnen rumstreiten. Ist doch viel besser, solche Filme anzuschauen, vorurteilslos und daraus irgendeine... Na, ich fand das auch wirklich schön mit diesem... nicht Reenactment oder wie man das sagt, wie man das Footage, dieses Material weiterverwendet für eine neue künstlerische Arbeit, und daraus lerne ich. Ja. Also das da haben wir gedacht, das könnte man mit Architektur auch machen. Oder machen wir ja auch, wenn wir Referenzen hernehmen und mit diesen Referenzen weiterarbeiten. Aber ich würde gern Archivarin werden. Dankeschön. Janneke, würdest du gerne Architektin werden? Ja, würde ich auch gerne. Aber ich mag meinen Beruf auch. Aber ich glaube, das Thema hat uns auch gezwungen, aus einem anderen Blick in unsere Sammlung zu graben und etwas Neues zu entdecken. Und ich glaube, es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte mit der Architektur in der Sammlung. Und es wäre unglaublich interessant, Architekten in unsere Sammlung herum schauen zu lassen und damit arbeiten zu lassen. Dankeschön. Sabina, was hast du heute gelernt? Ja, ich schließe mich dann auch eher den Akteurinnen dieses Panels an. Zum einen unbedingt, ja, was du jetzt gerade angesprochen hast, in Kombination mit dem, was du angesprochen hast, Sabine, also so Utopien, sozusagen noch mehr Frauen, wie kann man sozusagen Frauen fördern, wie kann man diese Frauenthematik in der Architektur und Stadtplanung verstärken, und dass man das auch mit Hilfe von Film macht, also dass man auch viel mehr noch dokumentiert und aufzeigt, dann auch für die Nachwelt, ja. Aber eben mit diesem Fokus auf der Utopie, Sabine, du hast dieses schöne fast Abschlussfoto gezeigt mit diesen roten, wie auch immer, es hat mich sehr beeindruckt. Eine Corona-Zeichnung. Also das war sehr ansprechend auch für mich, also sehr inspirativ im Sinne von, ja, das Utopische, das Frauen zu stärken, aber eben mit den Mitteln auch von Filmen, ja, dass man auch noch mehr schaut, was gibt es tatsächlich an Dokumentationen vielleicht zu Frauen in Architektur und Stadtplanung, so mit deinem neuen Blickwinkel, den du vielleicht von diesem Symposium mitgenommen hast, vielleicht habt ihr jetzt einen neuen Forschungsschwerpunkt im Filmarchiv, in der Forschung, und dass man das kombiniert sozusagen mit den
Akteurinnen. Ich sehe mich auch als eine Akteurin hier, die das sehr wichtig findet, sozusagen das Berufsfeld Architektur aus weiblicher Sicht zu betrachten, aus struktureller Sicht, aber auch die planerische Aspekte. Also vielleicht kann man da wirklich etwas Größeres, Gemeinsames schaffen. Ja. Ich danke euch herzlich für diesen Ausblick. Es wird auf jeden Fall mit genau dieser Interdisziplinarität weitergehen. Vielen Dank für die Teilnahme und in diesem Sinne darf ich sozusagen jetzt um einen Applaus bitten und auch um einen Bühnenabgang. Meine Kollegin Katja und ich, Moment, werden jetzt das heutige Symposium zu einem Ende bringen. Katja, bleibst du am besten einfach dastehen und irgendwer muss dieses Ding hier bedienen. Wir möchten am Ende all jenen Personen danken, die uns in den letzten Monaten und Jahren die uns inspiriert haben, die uns unterstützt haben, die uns geholfen haben, ohne die der heutige Abend, ohne die auch der Abend im Frühjahr, den wir planen, nicht möglich gewesen wäre oder nicht möglich sein gewesen würde, wie auch immer, hätte. Katja, magst du noch was? Es sind eine ganze Menge an Namen da oben. Ich möchte auch keinen, ganz bewusst keinen herausgreifen. Sie sehen, sie sind globale Namen, Sie sehen, sie sind lokale Namen. Und thank you very much for all your support and especially for the inspiration. Thank you. So, what's next? We've already talked about it. Kurt Hofstadt has also mentioned it. We are planning to do an episode 2, part 2 of the symposium that we had today. We hope that within the next weeks and months, and maybe within the next half year, COVID situation will change a little bit and bring us back a certain kind of normality. So we plan to do an international symposium on the 6th and 7th of May. This would be a collaboration between IBA Wien and the University of Applied Arts, Der Angewandte. You will find more information sometime within the next weeks and months on www.frauenbauenstadt.at. We will quickly go on further. However, I have something surprise for you to add on this one. So we also plan a publication, eine Publikation, auch wieder in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien, bei der wir Themen, die heute Abend besprochen worden sind, Beiträge der einzelnen Architektinnen, aber noch viel weitere Stimmen einbringen können. Und wann, wenn nicht mehr als bei einer Publikation, die man ankündigt, kann man auch sagen, dass an diesem Tag eine Frau den Literaturnobelpreis gewonnen hat, Luise Glück. Sie hat ein Gedicht geschrieben, das heißt Oktober, und das passt so wunderbar, auch nur ein ganz, ganz kleines Stück davon, zu dem, worüber wir heute hier gesprochen haben. Ich lese nur 3 Zeilen davon vor und ich denke, die werden sich in der Publikation wiederfinden. Vom Luise Glück, Oktober. It is true that there is not enough beauty in the world. It is also true that I am not competent to restore it. Neither is there candor. And here I may be of some use. Also, wir alle sind in der Lage, viele Dinge nicht zu tun, aber darüber zu sprechen und offen zu sprechen, das ist etwas, was wir hier beitragen können. Danke. Das ist ein sehr schöner Auszug. Das ist der Vorteil, wenn man zu zweit arbeitet. Einer kann sich auf die Fragen bei der Podiumsdiskussion konzentrieren, eine übersetzt und googelt gerade in der Literaturgeschichte herum, in der zeitgenössischen. Wie geht es auch weiter? Wir planen im Frühjahr, Start im April 2021, eine Ausstellung in der Seestadt Aspern. Das ist ein Kooperationsprojekt zwischen der 3420 Aspern Development AG und der IBA Wien. Und
Hier sehen Sie, dass das alles schon langsam sehr reale Ausmaße annimmt. Auf dem Bauzaun nördlich vom See haben wir jetzt schon eine kleine Ankündigung gemacht. Gleicher Titel, Frauen bauen Stadt. Im April geht's weiter. 3 Meter hohe Ankündigung in Knallorange. Ich hoffe, Sie alle haben Spaß daran zu sehen, wie Stadt gebaut wird von Frauen. Dankeschön. Und mit diesem Bild möchten wir Sie nach Hause entlassen, Ihnen eine gute Nacht wünschen. Und Kurt Hofstetter darf ich jetzt zu mir auf die Bühne bitten. Oder nicht auf die Bühne oder unten oder wie auch immer. Aber es gibt jetzt noch an die Speakerinnen des heutigen Abends Geschenke. Und ich würde dir, Kurt, gerne auch das Schlusswort überlassen im Namen der IBA und den heutigen Abend abschließen. Vielen Dank. Halt's mir einfach hin. Vielen Dank. Ich mache es jetzt kurz. Ich möchte mich bei allen, die am Podium beigetragen haben, auch sehr herzlich bedanken. Wir haben vorher gehört, Publikationen. Es gibt Publikationen, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Das eine ist eine Publikation, die wir gemeinsam mit der TU Wien, mit dem Future Lab der TU Wien, Positionen zur Zwischenpräsentation der IBA Wien gemacht haben. Das zweite ist, jetzt nicht Schleichwerbung, sondern richtig Werbung. Wir befinden uns hier in der Ausstellung der Zwischenpräsentation. Wir haben noch 2 Wochen offen. Sie können sich gerne diesen Katalog, der da hinten liegt, auch mitnehmen. Die Speakerinnen bekommen den jetzt auch. Und vielleicht macht er Lust, dass Sie in den nächsten 2 Wochen noch einmal vorbeischauen. Da gibt es auch ein Programm, wo alles genau drinsteht. Herzlichen Dank und ich freue mich auf die nächste Etappe, die schon angekündigt ist.